18.01 Uhr. Herzlich willkommen aus der Arena Nürnberger Versicherung. Wir dürfen euch recht herzlich begrüßen. Es ist Derby-Time beim HC Erlangen. Und was wäre das normalerweise für ein richtig geiles Handballfest? 8.500 leere Sitzschalen momentan, wenn die normalerweise voll wären hier. Und wir wissen alle, wenn hier Coburg zu Gast ist, dann kommt hier Coburg mit voller Tabelle. Das letzte Mal mit einem Sonderzug hier unterwegs gewesen. Und die haben diesem Spiel natürlich auch eine Wahnsinnskulisse mit aufgedrückt. Aber das Ganze ist leider nicht so momentan. Wir alle noch ohne Zuschauer, aber es gibt ja da so einen kleinen Lichtblick, dass es eventuell im Juni vielleicht noch klappen könnte. Wir arbeiten auf jeden Fall hinter den Kulissen ganz, ganz knallhart daran und werden euch, sobald wir da Informationen dazu haben, natürlich informieren. Trotzdem, Emotionen soll es geben von diesem Derby, natürlich. Ja. Und das Derby, wer könnte darüber besser sprechen als der Geschäftsführer des HC Erlangen? René, ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist und wir natürlich jetzt heute über das Derby plaudern können, aber so richtig Derby-Emotionen, kommt es bei dir schon auf? Ehrlich gesagt schon, ja. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt hier 8.500 in der Halle sind oder nur ein paar wenige Aufbauhelfer, die klatschen. Klar blutet einem Sportler da das Herz, wenn ein Derby ohne Zuschauer stattfinden muss. Aber nichtsdestotrotz, man merkt einfach, es ist ein besonderes Spiel. Da geht es mehr als um nur 2 Punkte. Das wollen wir natürlich jetzt hier siegreich bestreiten und deswegen sind wir natürlich auch positiv angespannt davor. Wir haben schon gerade gesehen, natürlich auf beiden Seiten, allein vom Personal her, ist das eine spannende Situation. Ich habe jetzt gerade dem Andi Schröder zugewunken hier. Der hat ja vor 2 Jahren noch das Trikot des HC Erlangen getragen. Auch von dir, du warst ja früher auch mal irgendwo als Torhüter in Coburg aktiv, 4 Jahre. Ist das komplett abgehakt oder kommen so ein paar Erinnerungen an die schwarz-gelbe Zeit noch bei dir hoch? Ja, also ich bin jetzt seit 10 Jahren hier beim HC Erlangen und das ist jetzt hier ganz klar mein Verein. Also da bin ich voll identifiziert und bin sehr froh, hier zu sein. Natürlich hat jeder Spieler seine Vergangenheit, ohne Frage. Und ich kann auch nichts Schlechtes dagegen sagen. Trotzdem ist es für mich natürlich ein Spiel, was ich hier gewinnen will zu Hause, ohne jede Frage. Und gerade Derby gegen Coburg sind ganz besondere Spiele, das wissen wir alle. Und wie gesagt, die positive Anspannung ist da, aber ich glaube, die Jungs werden hier heute ein kleines Feuerwerk abbrennen. Das hoffen wir natürlich, das haben wir alle vorher gesehen, natürlich die Ankündigungen der Mannschaft, auch in der Pressekonferenz. Aber lass uns ein bisschen über die letzten Spiele, über die letzten Wochen nochmal sprechen. Wir wissen es alle, diese berühmten 8 Spiele im Monat Mai, der HC Erlangen auf der letzten Rille gegen Göppingen, war diese Wiederauferstehung oder gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Aber gegen Wetzlar und auch zu Gast bei den Füchsen in Berlin, da hat man dann gesehen, da ist die Luft einfach raus. Sind die Akkus leer oder reicht es für heute noch? Also ich glaube, bei so einem Spiel musst du keinen extra motivieren. Und ich glaube, jeder, trotz dieses harten Programms, was du zu Recht ansprichst, wird bei so einem Spiel auch nochmal ein paar extra Körner finden in seinem Körper. Das pusht dich einfach, so ein Spiel. Natürlich, keine Frage, dass die letzten Wochen gehen nicht spurlos an einem vorbei, ohne Frage. Und man kann auch nicht erwarten von so einer ausgedünnten Mannschaft, dass sie jede Woche eine Leistung wie gegen Göppingen, Magdeburg oder die Rhein-Neckar-Löwen auf die Platte bringt. Da müssen ganz junge Leute die Verantwortung über die gesamte Zeit tragen und dass auch die wenigen Stammkräfte, die wir noch haben, jede Woche auf High-Level performen und funktionieren, kann man halt, wie gesagt, auch nicht erwarten. Dafür hat man einen breiten Kader, um auch solche Schwankungen abzufangen. Und deswegen ist das völlig normal, dass man auch mal im Spiel wie in Berlin auch mal chancenlos am Ende ist, weil die Kräfte dann einfach nicht mehr reichen zum Ende hin. Aber wie gesagt, das spielt heute alles keine Rolle. Da brauchst du keine extra Motivation im Derby und ja, wir alle freuen uns auf dieses Spiel. Ist es da vielleicht gerade auch ein Vorteil, dass man solche Spiele wie jetzt Wetzlar zu Hause ohne Zuschauer spielt oder auch bei den Füchsen, wo man dann einfach sagen kann, 10 Minuten vor Schluss, mein Gott, das Ding ist jetzt verloren und jetzt lasse ich einfach mal die Jungs aus der zweiten ran? Also ich glaube, jedes Spiel ohne Zuschauer ist ein verlorenes Spiel. Unabhängig davon, in was für einer Situation du dich befindest, wir wollen unbedingt hier wieder Leute in der Halle haben. Und ich glaube auch, es gibt gute Gründe dafür, das auch bald wieder möglich zu machen. Aber insgesamt ist es, glaube ich, auch aus taktischer Sicht richtig, wenn du merkst, dass du deine Stammkräfte einfach jetzt gerade verheizt und in wenigen Tagen wieder ein wichtiges Spiel vor der Brust hast, dass du da die Belastung auf den Nachwuchs verteilt, der seine Sache ja auch in den letzten Wochen hervorragend gemacht hat. Also unabhängig von Zuschauern hin oder her. Ich meine, bei Sky ist ja jedes Spiel live. Die Jungs und alle drumherum verfolgen uns ja. Also das macht keinen Unterschied. Aber wie gesagt, wir vermissen die Leute in der Halle und ich hoffe, dass wir möglichst bald wieder hier auch die Emotionen haben, die wir uns wünschen. So richtig viele Chancen haben wir ja nicht mehr, um Zuschauern zu spielen. Es sind nach dem Coburg-Spiel, haben wir genau noch 2 Heimspiele. Aber wie da der Stand der Dinge ist, später kommt noch Carsten Bissel, Aufsichtsratsvorsitzender vom HC Erlangen, auch zu uns hier in diese Runde. Vielleicht kann er da noch ein paar Worte dazu sagen und da gucken wir mal, ob wir dem Mann da ein bisschen was entlocken können. Aber ich bin gespannt, vielleicht hat er was für uns dabei. Ja, und wenn wir bei dem Thema sind, Carsten Bissel natürlich, Sohnemann, das wissen wir, der spielt bei uns auf der linken Außenbahn und der war bei uns dieses Mal auch zu Gast in der Pressekonferenz. Dann, ich glaube, wenn es darum geht, über dieses Coburg-Spiel zu sprechen,
dann muss man eigentlich mit einem echten Erlanger sprechen. Und da haben wir ja im Prinzip den einen im Kader in Erlangen geboren, in Erlangen aufgewachsen, seit der Jugend hier für den HC Erlangen gespielt. Und was der zu diesem Derby gesagt hat, schauen wir uns kurz gemeinsam an. Dem HC Erlangen die Daumen. Bade! Auf geht's, Jungs. Irgendwo, wo man sich wohlfühlt. So wie man ist. Wo man genügend frische Luft bekommt. Und immer Luft nach... Ich denke, das muss man unterscheiden. Bei mir ist natürlich nicht Daily Business, weil ich das schon, seit ich in Handball denken kann, die Duelle gegen Coro kenne. Das heißt, da... Ja, hat man immer noch mal eine extra Motivation, das gewinnen zu wollen, einfach ob der Ehre, sag ich mal. Also, ob der Ehre, hat er gesagt. Also eine Frage der Ehre, das Spiel gegen den HC Coburg heute, alles in die Waagschale. Hat er vollkommen recht. Also, wie schon gesagt, es geht um mehr als zwei Punkte. Wir sind hier zu Hause im Heimspiel und dass wir hier natürlich einen Gegner wie Coburg unbedingt geschlagen wollen, uns auch gerade für diese Hinspielpleite revanchieren wollen, das steht außer Frage. Und deswegen, da muss man keinen der Jungs extra motivieren, die sind glühend heiß, die freuen sich auf diese Revanche, wie es Haas ja auch schon in der PK gesagt hat, seit Abpfiff des Coburg-Spiels. Und da brennen wir einfach auf Wiedergutmachung und natürlich auch heute die zwei Punkte hier in Nürnberg und in Erlangen zu behalten. Also dieser Stachel sitzt noch ganz schön tief, merke ich. Ich glaube, jede Mannschaft, die ein Derby verliert, da geht das nicht spurlos aneinander vorbei. Also das ist ganz klar. Das, wie gesagt, ist natürlich Prestige. Chrissy hat es mit Ehre bezeichnet, alles völlig richtig. Da geht es einfach richtig zur Sache. Und das macht ja auch den Spaß an Derbys aus. Und Chrissy hat ja auch schon viele gespielt und ist ja auch bei uns ein Spieler, der für diese Emotionen einfach auch steht wie kein anderer. Also da glaube ich auch, dass er die Jungs entsprechend pushen wird und ja, mit und gemeinsam hier heute auch zum Sieg führen wird. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen auf diese Gemeinsamkeiten zwischen dem HC Erlangen und dem HSC 2000 Coburg. Und der HC Erlangen hat jetzt einen Spieler nachverpflichtet nochmal, weil wir einfach auf der Linkshänderposition im Rückraum zu Daniel Musindi aktuell keine Alternativen hatten. Jetzt der Markt natürlich leer momentan, man darf ja eh keine Spieler irgendwie, die Wechselfrist ist rum, verbessere mich, wenn das falsch läuft. Stefan Lex, wie seid ihr auf den gekommen? Ja, also wir standen schon ein bisschen länger in Kontakt. Wie gesagt, die Handballwelt ist ja klein. Ich habe auch gegen Stefan ein paar Mal gespielt. Und wir hatten ihn schon relativ früh mal kontaktiert. Dann sah es bei Ivic wieder ein bisschen besser aus auch, dass er wieder zurückkehren könnte. Und dann haben wir sozusagen die Gespräche erstmal wieder ein bisschen verschoben. Und als dann klar wurde, dass es bei Schieme leider nicht weitergeht oder nicht so weitergeht mit dem Heilungsprozess, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir die Gespräche nochmal aufgenommen und sind zum Glück recht schnell übereingekommen, weil wir brauchen einfach... Es sind noch so viele Spiele und wir haben nur einen jungen Mann auf der Position. Wir müssen die Belastung einfach verteilen. Stefan hat viele, viele Jahre erste und zweite Liga gespielt, ist ein Top-Charakter, hat im Grunde genommen von der ersten Trainingseinheit uns schon gleich weitergeholfen. Finde ich auch gute Akzente schon im Berlin-Spiel gesetzt. Der wird immer besser reinkommen, desto länger er hier ist und uns einfach auch wirklich gut helfen. Deswegen, also ich bin sehr froh drum, dass er da ist und ja, hoffentlich hier heute auch im Derby erfolgreich sein wird. Aber brisant natürlich bei ihm trotzdem, weil er war ja auch für die Coburger zuletzt aktiv. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen weiterspinnen, da haben wir ja immer in den letzten Jahren, da gab es ja, oder ja, diese gesunde Rivalität, sage ich mal, ja, wenn wir anschauen, Bene Kellner von Coburg nach Erlangen, dann Nico Büdel im Jahr zuvor nach Erlangen, jetzt haben wir dann zuletzt den Wechsel gehabt von Andi Schröder nach Coburg, jetzt Jan Schäffer, der als nächstes nach Coburg geht. Ist das eine normale Sache oder warum wird das immer so hochgebauscht? Ja, also ich glaube, jeder Wechsel zwischen Derby-Vereinen ist immer was sehr Emotionales. Wenn du dir die letzten Jahre anguckst, wie viele Spieler zu wie vielen Vereinen auch gewechselt sind, nirgendwo wird da so viel Emotion reingepackt wie hier. Es ist ein normaler Transfer zwischen zwei Vereinen, also das ist wirklich nichts Besonderes. Und dementsprechend, ja, also ich kann natürlich das Umfeld verstehen, dass das sozusagen emotional auflädt. Aber für die Spieler ist es eine Option, was die Zukunft angeht, ob der Wechsel jetzt von dem einen oder anderen Verein ist. Guck dir in der Bundesliga an, wie viele Spieler zwischen einzelnen Vereinen hin und her wechseln. Das ist normales Tagesgeschäft, das gehört dazu. Alles klar. Lass uns einen Blick auf die Tabelle werfen. Der HC Erlangen momentan auf Platz 13 unterwegs und die Coburger Tabellen 20. Aber im Prinzip,
man sieht, die da unten die Punkten abgeschlagen, kann man eigentlich noch nicht sagen. Selbst wenn jetzt heute, glaube ich, Balingen gewinnen würde und Coburg verlieren würde, dann wären es 14 Punkte, aber das sind 7 Spielen immer noch möglich. Also eine Wahnsinnsliga da unten. Ja, auch das sehen wir schon in den letzten Jahren. Es sind selten Mannschaften dabei, die von Anfang an weit abgeschlagen sind. Das ist eine unglaublich ausgeglichene Liga, sowohl oben wie unten. Das macht sich auch so spannend und interessant und weswegen man auch in jedem Spiel einfach 100% geben muss, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Das ist genau das, was die stärkste Liga der Welt ausmacht, weswegen wir uns auf jedes Spiel auch so freuen. Aber weswegen du auch bei jedem Spiel hellwach sein musst, weil jeder Gegner ist gefährlich. Und heute die Coburger genauso. Dann schauen wir genau auf diese stärkste Liga der Welt, die du gerade angesprochen hast. Unsere Ligue Fimoli Handball-Bundesliga, wie sie ganz offiziell heißt. Denn das sind ja heute insgesamt 6 Partien am heutigen Spieltag aufgerufen. Und wir betrachten natürlich jedes Mal diese Partien immer so ein bisschen genauer. Und da hätten wir auch gern wieder von dir heute eine Einschätzung. SG Flensburg-Handewitt empfängt zu Hause den SC Magdeburg. René. Ist natürlich das Top-Spiel, auf das alle schauen, so ein bisschen neben dem fränkischen Derby. Weil klar, da geht es natürlich um die Meisterschaft. Kiel und Flensburg im Gleichschritt, das wird ein ganz enger Kampf am Ende. Und natürlich Magdeburg will da auch noch um die vorderen Plätze mitmischen, sind auch in einer guten Verfassung gerade. Also die haben schon eine Chance, in Flensburg was zu reißen. Gerade Flensburg zuletzt auch mit einem überraschenden Punktverlust. Dementsprechend, da wird's heiß hergehen. Das wird ein enges, aber mit Sicherheit auch sehr interessantes Spiel werden. SC Magdeburg, SC DHFK Leipzig, so ist es richtig, empfängt zu Hause den TSV Grün-Weiß-Dankensen-Minden. Die Karten sind klar gemischt, oder? Eigentlich schon, ja. Die Leipziger zu Hause, auch ich glaube auch heute wieder mit Zuschauern, klarer Heimfavorit, ohne Frage. Die Minden haben in den letzten Spielen aber auch sehr, sehr viele Punkte geholt, sind ja auch noch im Abstiegskampf mit drin, also die werden auch noch mal bis aufs letzte Hemd kämpfen, aber insgesamt glaube ich schon, dass die Leipziger das machen werden. TVB Stuttgart empfängt zu Hause die Füchse aus Berlin. Ja, also für mich ein klarer Auswärtssieg der Füchse. Stuttgart hat zwar auch schon viele große zu Fall gebracht, aber ich glaube, heute ist das klare Plus auf bei den Berlinern. Der Bergische HC empfängt zu Hause frisch auf Göppingen. Göppingen muss sich revanchieren. Ja, absolut. Also die hatten jetzt ein bisschen aus dem Tritt gekommen, die Göppinger. Die hatten eine überragende Phase. Jetzt war es nicht ganz so gut in den letzten Wochen. Bergischer HC kann aber auch ein Liedchen von singen. Nachdem sie lange in Quarantäne saßen, sind sie auch ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Also wird, glaube ich, auf Augenhöhe stattfinden. Okay, HC Erlangen-Coburg, das werden wir uns gleich selber hier anschauen. Bei uns natürlich, wir wissen Bescheid, das Fanradio läuft. Da ist Antonio Metzner wieder heute, unser Experte. Nico Büdel muss hier wieder den Platz räumen, wo er nicht ganz böse ist, glaube ich, drüber. Aber der Toni hat das ja auch hervorragend gemacht die letzten Wochen, gleich mit Andi Lindner zusammen im Fanradio. Einfach auf diesem Kanal hier bleiben. Spannendes Spiel sicherlich für alle, die unten drin sind. Der HBW Balingen-Waldstätten empfängt die Rhein-Neckar-Löwen. Aber das sollte, wenn es nicht ungefähr ein halbes Derby wäre, auch ein klares Ding sein. Ja, also normalerweise müssen das die Rhein-Neckar-Löwen natürlich gewinnen, aber du hast es ja auch schon gesagt, Balingen muss sich da im Grunde genommen im Abstiegskampf noch behaupten. Die Eulen werden noch einige Punkte holen, die können sich jetzt nicht ausruhen auf dem Punktepolster, was sie haben, sondern die brauchen jeden Punkt, den es irgendwo gibt. Und dementsprechend natürlich auch gegen die Löwen. Also die Gallier werden kämpfen, aber ich denke auch da das Plus eher bei den Gästen. Wir werden sehen, das Ganze so gegen 20.30 Uhr sind die Partien durch. Wer Lust hat, das Ganze natürlich auf Sky Sport, kann man das Ganze live verfolgen oder halt wie gesagt bei uns im Fanradio. Da werden wir die Zwischenergebnisse hoffentlich auch immer zumindest einblenden können, wie der Stand der Dinge ist. Ja, lass uns nochmal auf unsere heutigen Gäste zu sprechen kommen. Der HSC 2000 Coburg zu Gast. Auf wen müssen wir besonders aufpassen? Ja, also ich würde mal sagen, gerade Mittelmann Tobi Waffner hat uns im Hinspiel ziemlich zerlegt. Da müssen wir einfach darauf achten, dass er das Spiel nicht so steuern kann, wie er möchte. Da müssen wir einfach einen Schritt früher drauf sein und ihn stören. Klar, Andi Schröder gerade heute wird gegen uns mit Sicherheit ein Faktor sein, sowohl in der Abwehr wie vorne. Die müssen wir in den Griff bekommen. Guten Torhüter haben sie auch hinten drin stehen. Also die sind auf allen Positionen schon nicht schlecht besetzt, das darf man nicht außer Acht lassen. Auch mit Bilic haben sie einen starken Rechtsaußen, da müssen wir einfach aufpassen, was die Gegenstöße angeht. Aber wie gesagt, wir haben auch Qualität in unseren Reihen und die müssen wir heute ganz gezielt entgegenwerfen. Natürlich, am Ende der Geschichte hier, René, ich hätte gerne einen Tipp von dir. Wie geht das Ding heute aus? Also ich sage natürlich, dass wir das Ding gewinnen werden. Davon bin ich auch absolut 100% überzeugt. Ich glaube, es wird sehr, sehr lange eng sein, aber ich glaube, dass wir hinten raus einen längeren Atem haben werden und hier auch am Ende
hoffentlich einen deutlichen Derby-Sieg von Dantraten. Ich tippe ein 30 zu 22. Ein 30 zu 22, also eine doch deutliche Geschichte hier für den HC Erlangen. Ja, und ob das Ganze so ist oder nicht, das sehen wir natürlich hier in der Arena Nürnberger Versicherung. Ab 19 Uhr geht es dann quasi später dann richtig zur Sache und hier in dieser Arena los. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, das Ganze natürlich verfolgen am Fanradio oder natürlich bei Sky Sport. Wir gehen ganz kurz in die Werbung und danach freuen wir uns hier auf den Aufsichtsratsvorsitzenden des HC Erlangen, auf Dr. Carsten Bissel. Bis dahin, kurze Werbung und dann sehen wir uns hier gleich wieder aus der Arena Nürnberger Versicherung zum fränkischen Derby des HC Erlangen gegen den HSC 2000 Coburg. Dem HC Erlangen die Daumen. Bagger! Auf geht's, Jungs! Irgendwo, wo man sich wohlfühlt. So wie man ist. Wo man genügend frische Luft bekommt. Und immer Luft nach oben hat. Gemeinsam Ideen verfolgt. Naja, und einer dieser höhenverstellbaren Schreibtische. Das sollte schon drin sein. So hast du dir deinen neuen Job vorgestellt. Aber doch nicht bei einer Versicherung, oder? Albrecht Dürer Airport Nürnberg. Entspannt abheben. Die Hits von heute. Und die Charivari Greatest Hits. Echte Arbeitswoche für Franken. 98,6. Charivari. Macht euch bereit für das beste Charivari aller Zeiten. Der Abwechslung für Frank 98,6 Charivari.
Wir melden uns zurück aus der Arena Nürnberger Versicherung. Herzlich willkommen. Jetzt der Aufsichtsratsvorsitzende des HC Erlangen. Wir haben die 1,50 Meter Abstand natürlich brav eingehalten. Es freut mich sehr, dass du zum ersten Mal hier zu Gast bist. Wir haben es vorhin angesprochen, normalerweise 8.500 Mann in der Halle. Die eine Hälfte, oder sagen wir 80% blau-rot, der andere Hälfte gelb-schwarz. Immer glühende Emotionen in so einem Derby. Kommt bei dir Derby-Stimmung gerade im Moment auf? Ja. Also in mir selber kommt schon eine Derby-Stimmung auf, weil ich einfach bei jedem Spiel angespannt bin, als ob ich selber mitspielen würde. Und ich weiß auch um die Bedeutung des Spiels, obwohl man auf dem ersten Blick bei der Tabelle eine solche nicht erkennen kann. Aber ich finde schon, dass es eine Bedeutung hat, auch natürlich fürs Image. Wir haben das Hinspiel verloren, wir sind extrem angeschlagen. Ich finde schon, dass eine gewisse Derby-Stimmung in mir aufkommt. Klar fehlen mir die Zuschauer, das geht ja eben so. Das Thema Zuschauer haben wir vorhin angesprochen, da können wir vielleicht später noch mal ein bisschen genauer drüber plaudern. Wie ist das für dich? Du bist als Aufsichtsratsvorsitzender natürlich im weitesten Sinne für die Finanzen ganz obendrauf noch verantwortlich. Was ist das für ein Gefühl, wenn du zu Hause am Sofa sitzt, auswärts das Spiel verfolgst und siehst, der verletzt und mit den 8 Mann, die inzwischen auf der Bank sitzen, könnte man eine Nationalmannschaft stellen? Also was das mit den Finanzen jetzt direkt zu tun hat, weiß ich nicht. Aber es ist ein beschissenes Gefühl und es ist ganz schrecklich. Und wenn man jedes Mal, also ich bekomme ja auch diese Medizin-WhatsApp-Gruppe und bekomme dann diese Nachricht. Und manchmal sitze ich dann abends zu Hause und bekomme die nächste Nachricht, wieder dies und jenes passiert. 3 Operationen, die Spieler bleiben ja bis zur Saisonvorbereitung auf jeden Fall zu ganz großen Teilen weg. Das ist beschissen. Ich habe in meiner ganzen Karriere, sei es im Fußball, Eishockey, Basketball, sowas noch nie erlebt, weil es ja auch alles maßgebliche Spieler sind. Ich glaube, bis dahin hat sich der HC hervorragend geschlagen, gerade wenn wir diese Spiele gegen Göppingen oder gegen die Rhein-Neckar-Löwen gesehen, dann zeigt sich wieder eigentlich, was für ein Geist momentan in dieser Mannschaft steckt. Wenn man sagt, die sind tot, die spielen mit der U23 hier halb, aber ich glaube, die Jungs darf man nie unterschätzen und nie aufgeben vor allem. Ja genau, also wenn man schon sagt, ich bin ja nebenbei auch noch erster Vorsitzender des e.V. und das soll ja verantwortlich für den Nachwuchs und auch für die U23, glaube ich, noch mehr als für die Finanzen im Profibereich. Das ist dann auch meine Verantwortung und da bin ich schon sehr stolz darauf, dass man jetzt sieht, was für gute Arbeit bei Wanne, also Tobias Wannenmacher und Co. gemacht wird. Und da sieht man, wie wichtig es auch ist, dass wir das weiter unterstützen und dass wir in Erlangen weiterhin eine U23 haben, die dritte Liga spielt, denn die spielt ja hier zur Hälfte. 23 hier auf der Platte und ich glaube, man sieht extrem, dass die Jungs auch Spaß haben und dass die hier nicht nur in dieses Haifischbecken reingeworfen werden, sondern dass die da dran an ihren Aufgaben einfach wachsen. Weiter wachsen sollen sie natürlich im nächsten Jahr, denn dann kommt ein neuer Sportdirektor zum HC Erlangen. Die Stelle ist seit einem guten Jahr jetzt offen. Raul Alonso kommt zum HC Erlangen. Den kennen wir natürlich, früher gespielt Handball in Obernburg. Aber ich glaube, was viel interessanter war, waren seine Zeit beim THW Kiel, wo er dann als zweiter Mann auf der Bank agiert hat oder auch dieses Nachwuchszentrum dann geleitet hat. Jetzt gewachsen ist über den Trainerjob in Österreich und jetzt natürlich am Schluss in Brest. Du kennst ihn besser, erzähl mal uns, was ist das für ein Mann, der da zum HC Erlangen kommt? Ja, also bei jedem Neuen kann man immer nur sagen, nach bestem Wissen und Gewissen haben wir ihn ausgesucht und sind persönlich überzeugt, dass es klappt. Ich habe ihn vor einem Jahr auf Vermittlung eines Dritten kennengelernt, im Sommerurlaub in Norddeutschland, da kommt seine Frau her. Die hat er während seiner Kielzeit kennengelernt, da haben wir uns sehr, sehr gut verstanden und haben auch die Philosophie des HC Erlangen besprochen und habe festgestellt, dass anders, wie man vielleicht glauben mag, als Trainer eines weißrussischen Vereins, Oligarchenvereins, dass er durchaus genau verstanden hat, was der HC Erlangen macht und will aus seinen alten Zeiten und dass er genau der Richtige sein könnte, um auch diese Entwicklung voranzubringen. Ich glaube auch, ich muss jetzt wirklich einmal sagen, ganz deutlich, wir sind im Moment auch Corona-bedingt und sparenbedingt im Moment besetzt im sportlichen Bereich. Hassan ist zwar ein erfahrener Spieler, aber Neuling im Trainerjob. Tom Hankel arbeitet nebenbei noch Fulltime. Das heißt, er steht nur nicht immer zur Verfügung. Daneben René Selke als Geschäftsführer, der sich im Wesentlichen für Sponsoren und sowas unterhält. Und das machen wir alle mit mir gemeinsam so nebenberuflich. Und das ist keine Dauerlösung. Und deswegen bin ich froh, dass wir einen haben, der wirklich die Branche kennt, wie du es gerade gesagt hast. Und ich bin überzeugt, der kommt am Montag her. Montag fängt er an, kann ich ja sagen. Sonntagabend, genauer gesagt, kommt er her. Montag ist er im Training. Und ich freue mich sehr darauf. Und ich bin auch ein bisschen froh, dass wir alle, auch ich, ein bisschen entlastet werden. Da freuen wir uns alle drauf, denn er bringt ja so ein bisschen so einen Farbtupfer hier rein. So ein internationales Flair, der einfach ganz viel Erfahrung mitbringt. Und ich glaube, das wird ein toller Mann hier bei dem Verein werden, der uns sicherlich enorm weiterbringt. Wir haben vorhin ganz kurz telefoniert. Er bringt zwar internationales Flair, was du gesagt hast, wenn du Österreich als international bezeichnen kannst. Aber er ist ja trotzdem ein halber Franke. Er hat 10 Jahre in Unterfranken gelebt und er weiß schon, was Franken bedeutet. Und ich glaube, das war auch ein Grund,
weil er die Landschaft wirklich und die Gegend, die Menschen hier wirklich klasse findet. Das ist nicht so dahingesagt im Profibereich, dass er sich hier auch niederlassen will. Deswegen ist er auch nicht mehr Trainer, weil die Frage hätte ich gestellt, wieso macht er eigentlich nicht als Trainer weiter? Das hätte er machen können in der Bundesliga. Aber ich sagte, nee, er will langfristig was aufbauen, auch mit seiner, er hat letztes Jahr geheiratet, mit seiner Frau. Und da bin ich überzeugt, dass das klappen kann hier. Du hast mir die nächste Frage weggenommen, aber es ist alles gut. Aber das heißt, das schon, man muss Gott für alles danken, sogar für einen, aber den Unterfangen, das lassen wir ja, raus. Heute, was sagen wir, heute Unterfangen heute? Bitte? Heute Unterfranken? Oberfranken hier. Ah, lassen wir das Unterfranken, Oberfranken. Hauptsache die Mittelfranken dominieren am Schluss hier Bayern und dann ist, glaube ich, dann ist das genau. Ding hier alles gut. Genau und, so ist. Und wenn in Mittelfranken bei den nächsten Spielen noch Zuschauer partiell zugelassen werden, Carsten, was würden wir dann machen? Freudensprünge, Luftsprünge oder? Also glaub mir eines, im Hintergrund kämpfe ich wie ein Löwe darum, dass wir es schaffen können. Ich publiziere es jetzt nicht so nach außen. Ich mache Kämpfe wirklich wie ein Löwe darum und das ist auch ein bisschen meine Aufgabe, weil das politische Dinge sind, sage ich jetzt mal, oder sportpolitische Dinge. Ich persönlich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir in den nächsten letzten zwei Spielen der Saison Zuschauer haben werden. Ob das Quartal bemessen wird, ob das nach Inzidenzen bemessen wird oder ob das wie vielleicht in Schleswig-Holstein dann am Ende eine große Verkündung von 125, nicht 1000, 125 Zuschauer sind, was es nicht wirklich freuen würde, das werden wir sehen. Ich bin aber optimistisch, dass wir da eine positive Meldung am Ende dieser Woche haben werden. Wir freuen uns drauf und natürlich, das Ganze kann man verfolgen auf den Social-Media-Kanälen des HC Erlangen, auf den offiziellen Kanälen natürlich oder auf Instagram, auf Facebook. Auf Facebook und auf YouTube läuft ja unter anderem jetzt gleich auch das Fanradio weiter, da machen wir jetzt auch Werbung dafür natürlich. Andi Lindner dabei und kein geringer als Toni Metzner. Ich persönlich würde ihn viel lieber auf der Platte sehen, aber es gibt ja so eine richtige kleine Fanbase, die sich da an den Kommentaren vom Toni immer, glaube ich, erfreut. Und ich glaube, es ist genau der richtige Mann dafür, oder? Ja, also erstmal finde ich es klasse, dass der Andi das macht. Ich meine, ist kein Geheimnis. Ich kenne den Andi seit Jahrzehnten und habe ihn auch überreden können, hier mal mitzumachen. Am Anfang hat er noch nicht ganz zwischen Ball und Puck unterscheiden können aus den alten Eistigers-Zeit und aus dem Linde-Stadion kennen wir ihn ja noch, glaube ich. Aber mittlerweile finde ich es total geil, was er macht und es ist einfach Kult. Und, ja, und der Toni daneben mit seiner Art und Weise und seiner erfrischenden und lustigen Art, ich meine, der ist ja auch so live so, ein klasse Typ einfach. Also ich habe es mir natürlich während des Spiels nicht angeschaut, sondern angehört, da schaue ich mir das live an, sondern danach. Und ist eine tolle Sache, muss ich echt sagen. Man kann es ja danach auch anhören, es ist ja so, der Livestream bleibt ja bestehen, sowohl auf YouTube als auch auf Facebook und daher die Möglichkeit. Jetzt sind wir nahezu am Saisonende. Wenn du dir so ein paar Wünsche offenbaren könntest, wie es im nächsten Jahr weitergeht, was wäre das entscheidend? Die Verletzungsfreiheit, die Zuschauer? Was wäre so das Entscheidende, wo du sagst, da müssen wir hin? Ja, also um indirekt zu antworten, also zum einen ist es natürlich so, dass wir die Verletzungen genau anschauen. Wenn man sie genau anschaut, das hast du zwar nicht gefragt, aber ich sag's nochmal, so wird man meistens eine Kausalität, also einen Ursachenzusammenhang mit Corona und den Corona-Infektionen schon feststellen. Es geht darum, dass die Schwachstellen wie der Rücken, die zweimal operiert worden sind, dadurch bekannterweise ausgelöst wird, dass wir wie bei Ibisch so eine Richtung Long-Covid haben, dass wir Dinge haben wie die Überlastung bei Overby gleich nach der Corona-Krankheit, drei Länderspiele für Norwegen, das wir nicht verhindern können. Also ich sag mal so, wenn Corona, und das, davon gehen wir aus, die Spieler werden geimpft sein, wenn Corona in den Griff bekommen wird, dann bin ich überzeugt, dass wir dieses Verletzungsthema auch in den Griff bekommen. Dennoch setzen wir uns natürlich genau damit auseinander, werden jede einzelne Verletzung nochmal analysieren, um es auch wirklich nicht dem Zufall zu überlassen, nicht zu sagen, es wird schon gut gehen. Das machen wir, das ist auch ein Termin angesetzt, eine ganz große Runde für nächstes Jahr. Also mein großer Wunsch ist ganz klar, so eine Katastrophe, eine Verletzung wie dieses Jahr nicht mehr zu erleben. Ich finde den Job, den Hassan macht, überragend. Ich bin überzeugt, wir würden deutlich besser stehen, wenn Hassan den ganzen Kader zur Verfügung hätte und die Mannschaft steht. Wie gesagt, mein allergrößter Wunsch ist, dass am Ende Juli, wenn die Vorbereitung wieder beginnt, alle, aber wirklich alle, tatkräftig und gesund auf der Platte stehen und natürlich die ersten Spiele mit Zuschauern stattfinden werden, aber beim Letzteren bin ich überzeugt. Da freuen wir uns drauf und wir freuen uns natürlich auf jeden gesunden Spieler, der zurückkommt und es kommen ja noch ein paar dazu. Tim Zechel kommt dazu, Patrick Lehmann kommt dazu. Ich glaube auch Jungs, mit denen wir sehr, sehr viel Spaß haben werden hier beim HC Erlangen in der nächsten Zeit. Wir werden sie dann auch zum passenden Zeitpunkt natürlich vorstellen, das Ganze hoffentlich auch wieder mit Fans, so das Ganze funktionieren mag, aber ich bin mir sicher, das könnte funktionieren. Ja, wie gesagt, ich sag's nochmal, also ich bin überzeugt, dass wir das mit Fans machen werden. Ich weiß natürlich nicht, ob die von dem einen oder anderen prognostizierte 28. Welle im Herbst auch nochmal kommt, aber ich glaube das nicht. Und solange wir beide als Urgesteine, und du bist ja noch zehnmal so lange wie ich dabei, noch bei der Stange bleiben, ändert sich wenigstens da nichts. Ja, das berühmte Unkraut und sowas, was man nicht los wird hier, zumindest in dieser Person. Carsten. Carsten, am Ende von jeder, der hier steht, kommt zu der unangenehmen Geschichte und muss den Tipp abgeben.
Aber ich glaube, das ist gar nicht so unangenehm, oder? Wie geht das Ding heute aus? Ich bin der schlechteste Tipper überhaupt, weil ich grundsätzlich immer vorsichtig bin und immer etwas pessimistisch bin. Das ist leider so. Ich bitte um Verständnis, aber ich gebe echt nie Tipps ab. Ich habe noch nie einen Tipp abgegeben und ich gebe nicht ab, weil ich mich damit nicht wohlfühle. Damit können wir... Gib doch du für mich ab. Bitte? Gib du für mich ab. Das mache ich nicht, weil danach bin ich schuld. Ja? Und dann sitze ich dann hier und am Schluss... Mensch, Axel, wir beide geben keinen Tipp ab. Dann sitze ich hier auf der Bank und trinke illegalerweise mein Feierabendbier, was wir jedes Mal hier eigentlich nicht machen dürfen. Und dann heißt es, du warst schuld. Dann sag halt den Zuschauern und Zuhörern, sie sollen für uns beide tippen. Alles klar. Man kann es ja kommentieren, gell? Ja, also. Man kann es kommentieren, wie das Ding hier heute ausgeht. Es wird eine ganz, ganz schwere Geschichte. Man muss einfach sagen, dass wir eine ganz, ganz junge, blutjunge Mannschaft haben mit den Namen. Bei Coburg siehst du die ersten 6, 7, sind alles erfahrene Leute, über 30, alles internationale Erfahrungen. Und wir haben junge Leute, die dagegen halten. Es wird sich ganz am Ende darauf ankommen, ob sie noch die letzten paar Liter im Tank haben, um das heute durchzuziehen. Die werden sie haben, haben wir vom René gehört. Okay. Die PK hat auch gesprochen, die wird da sein, die letzten paar Liter. Wir haben alles versucht. Wir geben alles. Herzliches Dankeschön, Carsten. Und wir gehen ganz kurz in die Werbung und danach hören wir uns den Co-Trainer noch an. Tom Hankel steht bei uns dann noch zu Gast und wird die letzten Informationen für euch zu Hause aus der Kabine bereithalten. Also vielen Dank, Axel. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Wir gehen in die letzten Minuten, bevor es hier losgeht, in der Arena Nürnberger Versicherung bei dem Derby, dem fränkischen Derby im Jahr 2021. Heimspiel des HC Erlangen. Zu Gast ist der HSC 2000 Coburg. Und bei mir steht wie immer der Co-Trainer natürlich. Die letzten Informationen vor dem Spiel, Tom Hankel. Er hat mir gesagt, ich muss heute lauter reden, weil es wird dann doch wieder ein bisschen lauter mit der Halle durch die Musik. Tom, wie schaut es aktuell sportlich aus? Was ist mit Hampus Olsson? Hampus ist zumindest nicht besonders schlimm verletzt. Der wird heute voll spielen können. Wir haben das getestet. Hampus ist im Aufgebot. Wir gehen davon aus, dass der 100% heute geben wird. Das freut uns sehr zu hören. In dem letzten Bericht, den ich gesehen hatte, da hieß es, Hampus Olsson heute noch nicht dabei. Aber es freut uns natürlich extrem, wenn er mit auflaufen kann. Denn wobei auf der Rechtsaußenposition, das ist glaube ich, die Außenpositionen, das sind die einzigen, wo momentan keine Probleme dastehen, oder? Ja, absolut. Ist natürlich auch von der Belastung der Spieler. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie runterreden will, aber die Belastung auf den Rückraum oder Kreispositionen mit den ständigen Zweikämpfen ist natürlich doch eine andere als auf den Außenpositionen. Wie schaut es beim Rest der Mannschaft aus, die fit sind? War es ein normaler Trainingsbetrieb in den letzten 3 Tagen oder kann man da eigentlich nur Regeneration machen? Also im Verhältnis zu den letzten 3 Wochen war das diese Woche oder jetzt die letzten Tage schon fast ein normaler Trainingsbetrieb. Das heißt, wir konnten zumindest ein bisschen was machen. Aber von einem normalen, geregelten Trainingsbetrieb zu sprechen, das ist noch weit entfernt. Der HC Erlangen hat nochmal nachgeschlagen auf dem Transfermarkt. Herr Stefan Lex kommt neu dazu.
René Zelke hat uns vorhin auch so ein bisschen was über den Spielertypen erzählt. Klar ist für uns, er spielt erst im rechten Rückraum zu Hause, soll so ein bisschen für Entlastung bei Daniel Musindi sorgen. Erklär mal, was ist er für ein Spielertyp? Ist der überhaupt im Saft, wenn er als Handballrentner hierher kommt? Ja, Handballrentner in dem Sinn ist er ja nicht. Er hat ja eigentlich noch gespielt bei seinem Heimatverein oder hätte gespielt, wenn die Liga nicht ausgefallen wäre. Aber der hat eine normale Vorbereitung gemacht und hält sich schon fit. Insbesondere dessen, weil der Heimatverein ja darüber nachgedacht hatte, auch noch eine Aufstiegsrelegation zu spielen. Insofern kommt er jetzt nicht komplett vom Sofa hier aufs Spielfeld. Er kommt nicht komplett vom Sofa, das klingt wie so ein kleiner Beigeschmack dabei. Erzähl uns mal ein bisschen, wie fit ist er? Naja, er ist fit, er hat das ja letzte Woche auch schon gezeigt, da gute Ansätze gehabt. Das zeigt er auch bei uns im Training, das ist ein Handballer, der das Spiel verstanden hat, der uns auch in der Abwehr da helfen kann und Daniel entlasten kann. Das ist natürlich jetzt gerade mit einem Spieler, der hier 20 Jahre ist und hier die alleinige Verantwortung auf der Position hat, für den ist das natürlich jetzt auch eine mentale Entlastung, wenn er weiß, da ist noch jemand, der ihm helfen kann. Wir haben natürlich vor dem Spiel auch ganz normal mit unserem Chefcoach gesprochen, Michael Haas. Und was der in der Pressekonferenz zu diesem heutigen Derby gesagt hat, schauen wir uns gemeinsam an. Was wir im Grunde eigentlich warten, seitdem das Hinspiel in Coburg abgepfiffen wurde. Weil wir einfach wissen, dass wir da einen Fehler gemacht haben. Wir haben da nicht gut gespielt. Wir haben das Derby verloren, was einfach uns sehr, sehr wehgetan hat. Und jetzt, spätestens seit wir gestern aus dem Bus ausgestiegen sind, aus Berlin, ist das alles vergessen. Die ganze Situation, alles, worüber viel geredet wurde, ist jetzt vorbei. Wir konzentrieren uns jetzt auf dieses Spiel. Die Jungs wissen das, ich weiß das, dass es ein wichtiges Spiel ist, dass das, wie René schon gesagt hat, hohe Wellen schlägt. Und wir sind dafür bereit. Wenn wir in den letzten Wochen was gelernt haben, dann ist das, wie wir zusammen kämpfen. Und das ist das, was mich einfach hochgradig optimistisch stimmt, dass wir einfach einen Weg gefunden haben, jetzt hier zusammen zu performen, zusammen zu kämpfen, bis es nicht mehr geht. Und wie René schon gesagt hat, es geht hier nicht um Schönheitspreis, es geht um irgendwas, es geht nur darum, alles da reinzuwerfen in dieses Spiel. Und ich habe das schon bei meiner Mannschaft gemerkt, auch gestern schon nach, sagen wir mal, einem Spiel, was schwierig war, aber danach waren direkt schon wieder alle Augen haben geleuchtet, der ganze Fokus war schon wieder gleich auf das Spiel auf Mittwoch und deswegen mache ich mir da, was die Einstellung, was den Kampfgeist angeht, überhaupt keine Sorgen. Also, wir haben ihn gehört, Chefcoach Michael Haas. 1:37, viel geredet. Können wir es zusammenfassen mit zwei Worten? Verlieren verboten, Tom? Verlieren verboten sind jetzt vielleicht die falschen zwei Worte, sondern ich nehme jetzt drei Worte und das sagt alles über das heutige Spiel aus. Es ist Derby. Kämpfen bis zum Umfallen, auch drei Worte, aber bevor wir jetzt weiter hier mit Floskeln machen, lassen wir das. Okay, ich wurde mit Zahlen habe ich es nicht so, ja, beruflich gesehen und das weißt du ja. Danach allerdings habe ich gehört, 10 Tage frei. Gibt es das? 10 Tage frei? Weißt du, wisst ihr, wie sich sowas anfühlt? 10 Tage frei wissen wir als Mannschaft nur seit der Corona-Pause, denn zwischendrin haben wir, wenn wir mal frei gemacht haben, immer wieder Spieler auch zur Nationalmannschaft gemusst. Aber 10 Tage frei ist natürlich auch übertrieben, denn in 11 Tagen spielen wir ja schon wieder in Hannover. Okay, da werden wir natürlich gesondert drüber sprechen. Verrat uns die Startaufstellung des HC Erlangen. Wir fangen an heute mit Christopher Bissel, mit Simon Jepson, mit Benedikt Kellner, mit Daniel Musindi, mit Johannes Selin, Sebastian Vornhaber am Kreis und Martin Zimmer im Tor. Also keine Überraschungen bei der Aufstellung des HC Erlangen. Deshalb euch zu Hause, wir bitten euch, bleibt hier am Ball. Unterstützt den HC Erlangen. Wir haben genau 21 Minuten, 20 Minuten vorher müssen wir abschalten, denn da übernehmen die Kollegen von Sky. Deshalb, ihr seht hier in der Halle die Aufbauhilfe. Gerade vorhin ist Eis abgedeckt, die machen hier schon ein bisschen Alarm und wir hoffen, dass es natürlich in der hier für den HC Erlangen hier ein glückliches Ende hat. Deshalb euch zu Hause, seid laut, unterstützt den HC Erlangen, dass jeder in der Nachbarschaft weiß, der HC Erlangen lebt. Bis dahin, bleibt gesund, wir sehen uns wieder hier in gut 2 Wochen dann beim nächsten Heimspiel des HC Erlangen. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Wenn es drauf ankommt, brauchst du verlässliche Partner.
Fit for Zahn, deine Zahnarztpraxis in Erlangen. Das heutige Spiel wird Ihnen präsentiert vom Metropol Medical Center, Ihr privates medizinisches Zentrum an der Stadtgrenze Nürnberg-Fürth. Orthopädie, Leistungsdiagnostik, Chirurgie, eine private stationäre Klinik sowie Reha-Zentrum im Haus. Das Metropol Medical Center bietet Ihnen die Medizin der kurzen Wege. www.mmc-nürnberg.de. We'll be right back.
Servus zusammen, es ist angerichtet, fränkisches Derby in der Handball-Bundesliga. Der HC Erlangen empfängt den HSC Coburg an meiner Seite. He is back again. Toni, servus. Servus, freut mich hier zu sein wieder und hoffe mal, dass es genauso viel Spaß macht und Freude bringt wie gegen Göppingen. Genau, ja? Da wollen wir einfach fortsetzen. Du genau. Warst auf der Reha in Donaustauf. Das ist ja immer so das Wohnzimmer der verletzten Stars querbeet des deutschen Sports. Das stimmt, ja. Viele sagen, da muss man sich quälen. Andere sagen, es ist eigentlich eine ganz geschmeidige Zeit. Wie war es für dich? Ja, man muss sich quälen, aber es ist eigentlich ganz cool. Du bist mal weit weg von der Mannschaft auch. Ne? Kannst da dein eigenes Ding machen, hast Trainingstherapeuten, hast Physiotherapeuten da, die dich täglich behandeln. Also es ist schon eine schöne Einrichtung. Kann ich nur empfehlen. Mit wem hast du da abendliches Gläschen Wein genossen? Ah, ich habe da so ein paar Sportler und auch Nicht-Sportler kennengelernt, die mit mir zusammen da waren. Das war dann halt schon ganz cool, mal so Abendessen nicht alleine zu verbringen, sondern mit denen mal ein bisschen zu quatschen über Gott und die Welt. Aber jetzt sind wir hier, jetzt sind wir in unserem Wohnzimmer. Jetzt geht das Spiel auch gleich los. Also von daher freue ich mich schon darauf, das mit dir zu kommentieren. Es ist angerichtet. Derby. Ich denke mal auch für euch alle was ganz, ganz Besonderes. Hat da eure Geschäftsführung, sage ich mal, den Zusatzkasten Bier schon bereitgestellt für die Kabine? Ja, wahrscheinlich, aber ich denke mal, wir sind alle so heiß, alleine schon wegen dem Hinspiel sind wir alle schon so heiß, dass extra Motivation nicht vonnöten ist. Wenn man auf die Tabelle schaut, ist eigentlich der Favorit klar ausgemacht. Seid ihr. Was macht es deswegen trotzdem schwieriger als ein normales Ligaspiel? Ja, das Problem ist, gegen die Aufsteiger oder Absteiger an sich sind wir ja relativ schwach immer. Und das Problem ist jetzt auch, ein Derby-Spiel, das ist weit weg von jeder Norm. Ein Derby-Spiel ist ein Derby, das ist nochmal eine eigene Kategorie. Von daher kann heute theoretisch alles passieren, außer dass wir verlieren. Das wird heute nicht passieren. Das gefällt mir, das unterschreibe ich jetzt schon mal oder lass es mir von dir jetzt schon mal unterschreiben. Es ist auf jeden Fall angerichtet. Wir warten noch auf das erste Signal der Schiedsrichter, sozusagen die Eröffnung. Der Pfiff und der ertönt noch nicht. Momentan wird noch geschmeidig diskutiert. Du hast das Hinspiel angesprochen, wollen wir aus den Gedanken, aus den Köpfen gleich rausbringen. Streichen wir mal ein bisschen. Genau. Fällt euch das, da wo Coburg steht, dass es nächstes Jahr wahrscheinlich kein Derby geben wird? Ja, ich meine, persönlich finde ich es immer schade, wenn kein Derby vorhanden ist. Aber wenn Coburg absteigt, dann steigt Coburg ab und wenn das so ist, dann ist das so. Dann sind wir halt nur noch die einzige Macht. Da habe ich eigentlich auch nichts einzuwenden. Das seid ihr ja eh die einzige. Die Macht in Franken. Ihr seid zumindest im Ballbesitz. Wollt ihr ja immer nicht zu Beginn des Spiels. Ah, passt schon. Passt schon. Ja, dann machen wir jetzt mal verrücktes, vielleicht ein Eröffnungstor. Zumindest Erlangen im Ballbesitz. Musindi, Jepson übergibt auf Fernhaber. Wieder Musindi. Also reinfinden in dieses Spiel und das möglichst schnell. Steht ja viel auf dem Spiel, aber man merkt schon, eure Aufbauhelfer sind heute auch noch mal ein Tick motivierter. Die Trommel wird öfter geschmissen, der erste Wurf, Moisindi abgewehrt, aber ihr bleibt im Ballbesitz. Und das ist schon mal das Gute dran, wenn ja, schon mal genau. Der erste Wurf nicht ganz durchgeht. Ja, wenn das Foul war gegeben, das musste auch gepfiffen werden. Und jetzt geht's weiter, Zeitspiel angezeigt. Also, Jepson, Moisindi, jetzt muss der Abschluss so langsam kommen. Es wird enger, aber gibt den Wurf jetzt erstmal nicht schön auf Fürn, aber durchgesteckt. Klasse, der Lupfer. Da gibt es auch schon die erste gelbe Karte für Andreas Schröder. Ja, da haben die Schiris sehr lange laufen lassen, das war gut. Ja, Schröder ist Andi, ein nicht ganz Unbekannter in Erlangen. Genau. Flamme da fast frei zum Wurf, leider gegen den Pfosten, aber war wichtig, war okay, war gut. So bleibt es besser, aber beim 0:0, aber schön zumindest dann mal durchgespielt und auch nicht nervös geworden, als der Arm nach oben gegangen genau, ist. Genau. Denke ich mal, ein gutes Zeichen auch, dass man da konzentriert weiterspielt. Musindi war ja da in Bedrängnis. Genau, ja. Jetzt wir in der Abwehr ganz klar gleich die erste Aktion zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Das wäre ganz gut. Ihr fangt heute ungewohnt von der Seitenwahl her an. Beeinflusst das ein bisschen? Ja, wir haben jetzt einen kurzen Wechsel vom Linkshänder. Das spielt uns, glaube ich, ein bisschen am Anfang in die Karten. Aber hier perfekt abgeblockt. Durchspiel an Kreis, schöner langer Ball. Kontergelegenheit, Chrissi Pissel, macht er! Eiskalt.
Guter Tempo-Gegenstoß, genau das brauchen wir auch heute. Abwehr muss stehen, die Bälle hinten erobern und vorne Chrissy und Johannes zum Konter schicken. Ja, und auch präzise gepasst von Martin Ziemer. Also gut drin in der Partie zu Beginn der dritten Spielminute. Ja, die 1:0 Führung. Wir fangen sogar jetzt gerade mit der 5-1-Deckung an. Also wir haben jetzt gerade nicht die typische 6-0-Deckung. Vielleicht ihr wollt die Kronberger gleich von Anfang an ein bisschen ärgern, habe ich so den Eindruck. Genau, gleich von Anfang an vielleicht unter Bedrängnis setzen. Keine freien Würfe. Ah, schön, erster Wurf. Keine leichten Würfe zulassen, so wie den hier. Der war gut. Da war der Abwehr gut gestanden. Simi konnte da gut parieren. Und auf der anderen Seite aber auch Wurf geblockt. Jetzt gibt es die Kontergelegenheit für die Kronberger. Slalomlauf durch, aber Ziemer! Abpraller geht leider zu Coburg, aber Johannes hat das Foul machen können. Aber riesig, zwei Monsterparaden. Ja, den muss man nicht halten. Das ist gut, ja. Den muss man nicht halten. Kann man aber halten. Ja, ja, wie wir es gesehen haben. Ziemer ganz gut in der Partie bis jetzt, zwei Paraden. Ja, einmal gegen Wern und einmal gegen Bilek. Und Bilek, der mit der klareren Gelegenheit. Aber das Ärgerliche ist, du hast es angesprochen, Coburg bleibt im Ballbesitz, weil sie den Abpraller bekommen haben. Jetzt geht's wieder durchs Zentrum, aber da steht ihr gut dran. Gut verteidigt, ja. Der Doppelblock in der Mitte steht, da war kein Durchkommen. Und so probieren es die Coburger über die andere Seite. Gute Stimme voll rausgeholt von Chrissy. Oh, und dann leider zurückgepfiffen. Schelin war fast wäre durch gewesen an dem Punkt. Aber in der Ruhe liegt die Kraft. Und jetzt heißt es halt, denke ich mal wieder, konzentriert aufbauen. Genau, läuft ja momentan ganz gut. Ja, es steht 1:0 in der 3,5 Minuten gespielt. Kann man noch ein bisschen ausbauen, aber bisher ist alles offen noch. Die letzten Ergebnisse, ihr wart ja immer wieder so, sage ich mal ein bisschen, die Wundertüte, mal hopp, mal top, der lange Ball, oh, kommt und durch, wieder Bombe Ziemer. Ha, der Wahnsinn. Und dann auf der anderen Seite, schön durchgesteckt. Und? Da haben wir die Überzahl ausgenutzt, weil Bilek vorne noch kurz liegen bleiben musste. Und hier perfektes Anspiel von Bene Kellner an Flamme, der den dann auch sicher macht. Plus momentan Martin Ziemer überragend. Drei Würfe. Dreimal gehalten. Ja, und wie? Also das waren ja nicht irgendwelche aus der Distanz, wo du sagst, naja, den Arm kannst du immer hoch machen. Das waren zwei, das stimmt, aus 7 Metern, die durch waren. Bombe. Ja. Zwei Konter, ja. Kann er weitermachen. Ja? Naja, oder die Abwehr jetzt mal auch den einen oder anderen Ball zwicken. Auf jeden Fall 2:0. Ja. Ein erfreulicher Blick auf die Anzeigentafel. Gelbe Karte. 5 Minuten sind gespielt. Gelbe Karte, aber tun Derbys eigentlich mehr weh als andere Spiele? Wie bitte? Tun Derbys mehr weh als andere Spiele? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Schiris sind da auch gewillt, ein bisschen mehr zuzulassen. Aber so ein Derby, da geht es schon gut zur Sache. Und man muss gleich zeigen, dass man da ist. Die Mannschaft, die zuerst zeigt, dass sie wacher ist, dass sie da ist, die hat einen deutlichen Vorteil gegenüber der anderen Mannschaft. Also ist die Verweildauer in der Eistonne nach dem Spiel dann doch etwas länger? Wahrscheinlich. Ja, gut. Hier Schlagwurf von Andreas Schröder. Ja, den Schröder, Sandi. Ja, wenn es um Wucht geht, ist er der richtige Mann bei Coburg. Ja, jetzt hat er aus dem Rückraum die Lücke gefunden und so. Anschlusstreffer. Für Coburg 2:1 der Spielstand, noch nicht viel passiert in diesen ersten 6 Spielminuten. Sind das so Derbys, da muss man sich erstmal reinschmirgeln, geht es erstmal darum, keine Fehler zu machen und deswegen das Tempo nicht so ganz let it roll? Nein, ich denke mal, es ist einfach gerade das Stürmer-Foul von Bene Kellner. Ja, es ist jetzt einfach, es bietet sich jetzt gerade an, aber eigentlich musst du beim Derby gleich von Anfang an zeigen, wer der Herr im Haus ist und musst halt gucken, dass du alles auf Schnelligkeit und auf Wumms setzt. Ja, jetzt und die Abwehr steht. Die Coburger mit dem nächsten Wumms durchgespielt an den Kreis und dann Portus Zettermann mit dem Ausgleichstreffer für die Coburger in dieser 6. Spielminute und jetzt die Erlanger durch, von Haber aber vorher der Pipp und deswegen. Gibt es zwar die gelbe Karte, wenn ich es richtig gesehen habe, gegen Tobias Warn.
Aber kein 7 Meter, sondern Freiwurf. Also Erlangen bleibt im Ballbesitz. Ich glaube, war das schon ein bisschen im Kreis, und da haben sie die Schiris noch weiterlaufen lassen. Aber könnte es theoretisch auch 7 Meter geben. Ja, hat an der Grenze. Diesmal können die Coburger ein bisschen glücklicher sein mit dem Pfiff, aber Erlangen bleibt ja im Ballbesitz über Bene Kellner, über die Zentrale. Dann Jepson Pfosten! Heieiei! Schade. Ja. Da hat er eigentlich alles richtig gemacht von der Bewegung her. Und dann? Im Gegenzug kriegen wir das. Der Schröders, Andi. Will der uns am Ende ärgern? Ja, wahrscheinlich. Und so dreht sich schön das Spiel. Durchgespielt. Ah! Jetzt ist auch der andere Tormann im Spiel. Jetzt müssen wir mal treffen, ey. Wieder. Ja, schön, super durchgespielt. Gut von Simon gesehen, dass da Chrissy auf der Außen frei war. Aber außen Chrissy scheitert an Kulanek. Hier wieder in der Abwehr. Beim gegnerischen Tormann, wenn man da so rüberschaut, hat man den Eindruck, da hat irgendeiner seinen Onkel irgendwie in den Mannschaftsbus mit eingeschleust. Ja. Wirkt sehr, sehr sympathisch oder angenehm, aber ja. Er wirkt trotzdem auch mit Reflexen besessen, wie man gerade eben gesehen hat, genau, gegen ja. Seelin. Täuscht das so ein netter, es täuscht. So es netter täuscht. Onkel im Tor auf der anderen Seite? Macht der den Wurf etwas weniger hart? Nee, das nicht, aber das Problem so, ist, der halt, Mitleidsfaktor. Manche Torhüter bewegen sich, manche Torhüter bleiben stehen und so ein Onkel im Tor bleibt gerne mal stehen und dann ist das als teilweise ist es als Feldspieler sehr schwer, da zu punkten. Es läuft die 8. Spielminute, ihr seid gut reingekommen, nach 3 Minuten 2:0 geführt, aber jetzt läuft euch das Spiel so ein bisschen weg. 0:3 Lauf, nicht schön. Was ist passiert? Ja, wach werden jetzt. Also 0:4 Lauf. Linkshänder, der die Lücke gefunden hat. Aber komischerweise habt ihr in jedem Spiel so eine Phase, ein paar Minuten ohne Tor. Ja, das haben wir. Ist nur gerade schwierig, dass wir die jetzt gerade haben. Aber 2:4 ist alles in Ordnung. Ist noch genug Zeit. Müssen wir jetzt wieder im Angriff mal wieder punkten. Ich meine, wenn man so mit Fans dann diskutiert, da heißt dann oft mal, da wird es dann an so einem Punkt nicht Zeit von der Auszeit mal zu nehmen, das Spiel mal zu unterbrechen, jetzt an diesem Punkt. Ja, oder vielleicht beim nächsten Angriff, wenn der nächste Angriff nicht reingeht, dann könnte man mal über die grüne Karte nachdenken, aber in einem Derby so früh die grüne Karte zu setzen, ist auch schwierig. Stimmt, also da habe ich zu wenig Erfahrung, dass ich da was dem Trainer reinrede. Ja, du sowieso nicht. Das geht ja jetzt hier um die Gefühlsgeschichte, um die Interpretation von außen. Genau, ja. Also genau. Außer ja. Du hast zusätzlich noch den direkten Draht zu mich. Nein, dass du nicht. So Morsezeichen zweimal Augen geklimpert, dann heißt es 5-1-Deckung. Ja, okay, das war eine schöne Fahrkarte. So darf er. Hier wieder in der Abwehr, 2:4. Wir sind jetzt im Angriff. Musindi 1 gegen 1, gut, hat sie durch. Schade, dass er da abbricht, der war schon vorbei. Schöner Slalomlauf, um 2 durch, ja. Aber dann Abbruch. Aber immerhin, ihr bleibt den Ball zurück. Ich glaube, da ist Daniel manchmal noch so ein bisschen naiv. Der macht einen super 1 gegen 1 und ist eigentlich durch, aber sucht dann lieber die Anspielstation, statt aufs Tor selbst zu gehen. Da muss er noch ein bisschen mehr im Ego bekommen, aber alles gut. Wir sind immer noch im Ballbesitz, 10. Minute, jetzt angebrochen. Also die 11. Das ist halt manchmal der Unterschied zwischen einem Mannschaftssportler und einem Tennisspieler. Ja, ja. Der Tennisspieler Ego, hätte ja. Da geschossen. Ja. Kennt's ja nicht anders. Das stimmt, ja. Ein bisschen Ego ist im Handball aber auch nicht verkehrt. Aber also bei aller Liebe, ich meine, ich kenn's ja auch. Ich habe früher gerne mit der Mannschaft zusammengespielt und habe dann freie Torschancen nicht gesehen. Das wurde mir aber ausgetrieben. Und Daniel ist halt noch jung. Ich bin auch noch jung, aber Daniel ist noch jünger. So. Gut, jetzt wieder Freiwurf. 10 gespielt. 2:4 der Spielstand. Hier ist kurz nochmal die Zeit angehalten, weil der Ball anscheinend nass ist. Jawohl, Ball wird getrocknet. Neuer Ball im Spiel. Erlangen im Ballbesitz. Bene Kellner, Jepson, Kellner. Kellner zentral, halb rechts Musindi. Schelin will auch mal ein bisschen mit. Wandert rein von außen. Verläuft sich wieder nach außen, wo sind die? Schönes jetzt 1:1 Ding. Durch. Ding. Da kannst du 7 Meter pfeifen. Ja, aber der Block ist klar. Und genau das ist es, was wir brauchen. 1 gegen 1 von Daniel, schön gegen die Hand, schön den Gegner halb ausgetanzt. 7 Meter rausgeholt, alles gut.
vor allem jetzt auch die Ruhe bewahrt im Aufbauspiel. Genau. Keine Wackelhand bekommen, schön gewartet. Genau, ja. Selin, derjenige, der die Verantwortung übernimmt, Johannes Selin, und Torhüterwechsel bei den Gästen. Voltrum, derjenige, der abwehren will gegen Selin. Selin täuscht einmal an, zweimal an. Aber dann souverän durch die Beine den Weg hindurch gefunden. Aufsetzer, 3-4. Also, der Negativlauf, der 0-4-Lauf ist durchbrochen und das ist, denke ich mal, ein gutes Zeichen. Sehr gut. Diesmal eure Auszeit nur 6 Minuten. Ich hoffe mal, dass es die einzige war in diesem Spiel. Ich auch. Ja. Coburg wieder im Angriff. Seemann, so heißt der eine der zwei Knotzen bei denen, aber der fällt dann eher vorne mit an den Kreis. Gut verteidigt von Daniel gegen Schröder. Schröder auf Waren nimmt den Schuss, Außenpfosten, aber leider der Außen kriegt den Abpraller und dann will er den 7 Meter ziehen. Zumindest den Freiwurf, aber kriegt den 7 Meter. Den wollte er haben, ne? Mhm. Und der Schiri hat sich gedacht, naja. Den gebe ich. Es war so ein halb-halb. Wenn der Bene eine halbe Sekunde früher zuschiebt, dann ist das nichts, aber ja. Ist halt immer so eine Sache. Das ist halt die Frage mit der Hüfte. Grotzdanic. 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 Guter Wurf. Drehwurf, ja. Flach. Für den Siemann nichts zu halten. 3-5 der Spielstand zu Beginn der 13. Spielminute. Und jetzt gilt es dran zu bleiben in diesem Derby. Nach 2-0-Führung, der Lauf zum 2-4. Jetzt 3-5. Moisindi zentral. Jepson. Unsauber angespielt, aber gut korrigiert von Jepson. Dann über Kellner. Moisindi schön durchgesetzt. Aber es war nicht die zwingende Wurfposition. Arm war noch unten, zu früh geworfen, Fragezeichen. Ja, man hätte da auch besser spielen können. Und jetzt Coburg über außen, über Felix Spross. Und er lässt Ziemer keine Chance, 3-6. Ja, der Winkel war auch heftig. Also das war so ein zweite Welle-Tor, wo hätte den Ziemer gehalten, hätten wir wieder gefeiert. Aber das war, also es war ein guter Winkel für außen. Da war er frei. Genau, frei. Ja. Der hätte ja einmal um den Kreis rumlaufen können fast. Ja. Ja, unser Angriffsspiel hakt ein bisschen. Wir machen unsere Chancen nicht rein, wir spielen nicht gut genug durch. Das muss ich noch verbessern. Und was man manchmal so hatte, wenn der Gegner relativ forsch verteidigt. Jetzt wichtig erstmal das Team-Timeout von unserer Mannschaft. Michael Haas kann sich das auch nicht mehr angucken. Ja, 3-6. Haben wir uns anders vorgestellt. Ja, Abwehr ist okay. Aber im Angriff müssen wir nochmal eine Schippe drauflegen. Wir müssen die Sachen besser spielen. Wir müssen am Torhüter auch vorbeikommen. Simon hat sich gerade auch wieder so einen Wurf genommen, wo man nehmen könnte, kann, aber auch nicht zwingend notwendig. Schwierig. Ja, nur ihr glaube, findet die sind alle ja ein bisschen momentan zu viel. Die wollen alle gerade ein bisschen zu viel und das sind so zu übermotiviert und das ist halt für mich das zweischneidige Schwert. Für mich die Außen noch nicht im Spiel. Ja. Und vom Rückraum her, dadurch, dass der Gegner vorgezogen verteidigt, tut ihr euch einfach immer schwer und seid den 1 Meter gefühlt 1,5 weiter weg vom gegnerischen Tor und damit. Ja, aber genau dann kannst du jemanden bringen wie Daniel, der dann sich einer Gegner aussucht, 1 gegen 1 geht, weiter zieht und nicht zu früh nach dem Mitspieler guckt, dass dann der Zweite helfen muss und dann kann er den Ball wegspielen. Oder er springt halt durch und kassiert vielleicht mal eine von der Seite, aber dann gibt es 2 Minuten. Ja, aber wir hatten ja zweimal die Aktion, wo er eben vorbei war. Ja, genau, und dann spielt er halt noch ja, ab. Ja, genau. Wenn er da noch einen Schritt weitermacht und aufs Tor wirft, dann gibt es einen Foul, gibt es 2 Minuten, irgendwie sowas. Spiel geht weiter. Der letzte Schritt fehlt. 3-6, jetzt klarere Körpersprache, jetzt auf jeden Fall ein Türchen, dranbleiben. 3 weg, muss nicht sein. Kellner. Nochmal Jepson, schön durchgespielt. Ah, klasse Parade. Gute Parade, ja, von Kulanek. Gut durchgespielt von der Mannschaft. Schöner kann man nicht spielen. Alles richtig gemacht. Ja. Kann man sich an so einem Spielzug trotzdem, auch wenn er nicht erfolgreich war, auch hochziehen?
kann man, wenn man das kann. Also es ist immer schwierig. Man guckt sich das Endergebnis an und denkt sich so, scheiße, kein Tor. Aber dass es mal gut gespielt war, das guckst du dir wahrscheinlich erst nach dem Spiel an. Oder also richtig gute Spieler können sich das auch so ja, vor Augen führen. Hätte auch der Mannschaft geben können. Komm, jetzt haben wir den Schlüssel gefunden, immerhin den Ball mal zu unserem Kreismeister zu bekommen. Genau. Ja, wieder gut gesehen vom Schiri. Und jetzt schnell und genau, Selin. Fürnhaber, jetzt aber bitte. Nein, wieder nicht. Ja, Samme ist gut in der Abwehr, aber im Angriff lässt er gerade zu viele Chancen liegen. Ja, freier aber weiter durch. Geht's, weiter geht's. Die Chancen sind da. Und der nette Onkel im Coburger Tor macht uns langsam böse. Das waren drei richtig gute Dinger, die er da rausgefischt hat. Das stimmt, ja. Einfach jetzt wieder in der Abwehr stehen. Ja, der Druck auf die Abwehr nimmt zu, wenn man vorne nicht trifft. Ja. Und Coburg lässt sich momentan nicht so richtig aus der Ruhe bringen. Spielaufbau über Waren, der in der Zentrale. Gut, Stefan. Stefan Bauer hier unterbindet die Kreuzung. Macht er gut. Trotzdem bleibt Coburg im Ballbesitz. Schröder, Waren. Aber jetzt gut verteidigt. Spiel angezeigt. Aber dann kommen sie trotzdem durch an den Kreis und finden Dominik Kelm. Und der findet den Weg vorbei an Zimmer. 3:7. Aber auf der anderen Seite. Genau, das war richtig gut. Daniel, hier zweite Welle. Daniel stößt an, macht 1 gegen 1, zieht den einen weg. Gewinnt sein 1 gegen 1, zieht den anderen zum Helfen hin, spielt den Ball weiter. Simon Freys Tor. Das war gut gespielt. Sehr schön, ein Tor, ein bisschen Erleichterung. Jepson, schön durchgespielt. Ein Spielzug, der Mut macht. Auch wenn man die letzten drei Spielzüge nach der Auszeit, hat man ja den Ball durchgespielt. Nur zweimal leider nicht am Tormann vorbeibekommen. Ja. 4:7, der Spielstand. Hier holt sich Bene, holt sich hier die gelbe Karte ab. Aber das zeigt ja, es ist Derby-Emotion drin. Das ist gut. Und Gelb ist besser als 2 Minuten. Ja. Schröder. Also Coburg im Ballbesitz. Dann über Zettermann. Schöner Block. Guter Block, aber der Tormann hat ihn. Und somit bleibt Schröder und bleibt Coburg im Ballbesitz. Wagen. Versucht alleine durch. Ah, sieht dann schön den Außen. Gut. Aber klasse Zimmer. Ah. Und dann auf der anderen Seite. Da haben wir Pech mit den Abprallern. Der zweite Jetzt Rebound. Wir die letzte gelbe Karte für Stefan Bauer. Ja, da haben wir Pech. Zimi ist da. Der Abpraller kommt direkt zu Bilek. Zum nächsten Außen. Der schmeißt einfach aufs leere Tor, weil Zimi untertauchen musste. Ja. Bisschen Glück fehlt uns. Glück, ja, nein. Ja, natürlich. Ja. Handlungsglück, aber das war zum zweiten Mal, dass man halt an den Rebound nicht drankommt. Genau. Sondern der Gegner. Wir müssen noch die Rebounds bekommen und dann der Angriff auch gesaved. Ist das da einfach nur Pech des schlechteren Stands oder war da der Gegner einfach heißer auf den Ball? Schön gesehen von Simon. Schön und jetzt gesehen. Schön nach außen, Selin! Heieiei, drüber! Cool Haneck ärgert mich immer mehr. Ja. Not nice. Ja, ist schon schwierig gerade. Ja, die Jungs dürfen sich da nicht keinen Kopf hängen lassen. Einfach weiter feuern. Die spielen gut aus. Die machen das gut im Angriff, aber sie belohnen sich nicht dafür. Die machen das überragend in der Abwehr, aber sie belohnen sich nicht dafür. 8 Tore nach 18 Minuten. Hinten ist okay. 4 vorne natürlich für... Ja. Klarer hätte ich es nicht sagen können. Hm. Coburg im Ballbesitz. Über Zettermann, dann Schröder. Ja, gut. Endlich gut, mal gut, wieder gut, einer gut. Vorbei. Und der Zimmer klasse pariert. Mit Fuße war er dran. Und jetzt auf der anderen Seite. Jepson steigt hoch. Jepson. Ja, gut. Genau das brauchen wir. Wie gesagt, hinten den Ball erobern, schnell nach vorne, Tor. Und die Energie auch gleich nach außen getragen. Das war jetzt mal ein Tor mit Signalwirkung hoffentlich mal, aber auch von der Körpersprache her. Genau. Man hört es im Hintergrund, die Aufbauhelfer lassen nichts unversucht
und ihre Stimme wahrscheinlich heute Abend in der Arena. Und da gibt es noch viel zu beschreien, weil Coburg führt mit 3. Etwas überraschend in diesem Derby und ist im Ballbesitz. Na, über den Urosine Satt. Durchgespielt an den Kreis und dann? Die erste 2-Minuten-Strafe. 2 Minuten gegen den HC Erlangen und Tor für Coburg. 5-9. Ja, 2 Minuten Unterzahl jetzt. Ein Erwachen wäre nicht das Schlechteste. Minuten sind rum. Der Blick nach oben fällt nach wie vor schwer. 5-9. So heißt auf der Anzeigentafel. Marschall jetzt gekommen. Muss in die. Klar, Torhüter ist raus. Man muss in dieser Phase das Risiko erhöhen. Über Jepson. Wo sind die? Marschall. Jepson. Langer Weg. Und gut durchgesteckt. Schöner Ball. Und jetzt kommt der Abschluss. Da ist es gut gespielt. Schön lange, 30 Sekunden gespielt. Und am Ende schön von außen, Chrissy. Guter Abschluss von Chrissy Bissel. Zweites Ding von ihm. Aber da waren die Wege manchmal weit und ihr seid sie gegangen. Dreimal außen. Mulsindi. Ja, bis er dann wieder die Lücke gefunden hat. Und dann Chrissy Bissel und das macht er richtig gut. Da kann man noch was pfeifen. Glücklich von uns, dass wir da nur einen Foul kriegen. Aber Fönny hat mit Leidenschaft gekämpft um diese Position. Ja, klar. Also das ist schon... Ja, gut, von Chrissy, der hat das Schimmerfoul rausgeholt. Richtig gut. Und jetzt Selin durch Tor. Schönes Ding, Alter. Ja. Schöner Strahl zum Gegenstoßpass. Schön Johannes jetzt auf der Rückraum links quasi an 6 Meter. Guckte da Kulanek noch aus. Gut gemacht. Und so kann aus einer 2-Minuten-Strafe von 0-0 auf 2-0 für uns gehen. Ja, also ein Erwachen in Unterzahl. Erwachen, genau. Auch keine so schlechte Geschichte. Ja. Und wieder gut. Wieder von uns gut. Johannes wieder gut Konter. Abgefangen. Wieder Schelin. Schelin durch. Schelin Tor. Geil. Jetzt muss auch die grüne Karte vom Trainer kommen. So, 13 Sekunden in Unterzahl. Wir sind in der, es sind 22 gespielt und es steht 8-9. Wir haben gerade in Unterzahl innerhalb von 2 Minuten 3 Tore geworfen. 3-0-Lauf? 3-0-Lauf. Und der letzte war der Lohn, dass der dann trotzdem reingekullert ist. Ja. Mit allem Druck und wahrscheinlich noch 5-mal hinterher geschaut. Ja. Geht durch und rollt noch rein. Na, vielleicht hatten wir da auch Glück. Ja. Muss auch mal sein. Ja. War ja nicht immer da zu Beginn dieses Spiels. Und das ist das, was ich auch in den anderen Spielen vorher gemeint habe. Du bist in Unterzahl. Die Unterzahl geht durch Kampf. Wir sind im Derby. Das ist Kampf. Und jetzt bist du in Überzahl und wir sind im Derby. Du bist in Überzahl. Du denkst ja, okay, wir müssen ein Tor machen, weil wir in Überzahl sind. Und dann versteift man sich so auf dieses, oh, wir sind in Überzahl. Aber war es vielleicht da nicht eher Coburg, die verkrampften und gedacht haben, es läuft nicht so gut. Nee, und jetzt sind wir noch einen mehr. Genau. Coburg ist in Überzahl, denkt sich so, okay, ja, wir müssen jetzt auch noch ein Tor machen, weil wir sind in Überzahl so ungefähr. Ja. Und das ist halt schon wieder so mental die Sache. Und wir in Unterzahl kriegen das Momentum quasi. Auch hier gut vom Coburger Trainer die grüne Karte geschmissen, dass er, weil er gemerkt hat, es geht jetzt bergab. Ja, kann man so sagen. Jetzt müssen die Jungs einfach so weitermachen. Ja, ein 3-0-Lauf, ein schöner Lauf. Auszeit ist beendet, es geht weiter in dieser 21. Spielminute. Coburg im Ballbesitz und der Blick auf die Anzeigentafel deutlich freundlicher. Pfosten und weg, schön, jetzt die Chance zum Ausgleich. Das ist gut. Für den HC Erlangen. Und so kann man ein Spiel innerhalb von 3 Minuten deutlich freundlicher gestalten. Zimi war noch mit dran. Jetzt Jepson. Schaut doch ganz anders aus. Aber das ist doch das Herrliche am Handball. Dass innerhalb von 3 Minuten ein Spiel wieder ganz anders ausschauen kann. Das ist korrekt, ja. Das ist auch eins der geilen Sachen am Handball. Hätte ich schon mal gesagt, weil allein wenn ich deinen Mundwinkel anschaue, dein Mund deutlich breiter. Jetzt schon wieder. Auch wenn der Wurf jetzt gescheitert ist und jetzt die Coburger wieder im Vorwärtsgang, zentral durch. Ja, Schritte, das ist wirklich, es sind Schritte. Und jetzt auf der anderen Seite, kann schnell gehen, Selin frei, Selin durch, Selin Tor. Ja.
Ausgleich. Das kann man wirklich. Und man spürt schon wieder ganz andere Emotionen jetzt gerade hier drin in der Halle. Ist das jetzt die Phase der Geschwindigkeit? Beide Mannschaften werden vom Aufbauspiel ungenauer? Ja, schwierig. Coburg versucht dieses Momentum wieder zu erlangen und dann verkrampfen sie, was wir auch oft genug in den anderen Spielen selbst hatten bis jetzt. Wir müssen einfach gucken, dass wir weiter konzentriert in der Abwehr stehen und dann halt quasi über... Oh, fuck. Ah, klasse, Teamer! Aber Freiburg. Nur Freiburg, also Freiburg. Verstehe ich nicht, warum die da jetzt in Freiburg pfeifen, aber gut. Wenn, dann hätten sie 7 Meter pfeifen müssen, weil Johannes im Kreis lag. Ich hätte auch gesehen, 7 Meter oder nichts. Aber gut. Aber gut, aber gute Parade von Zimi, weiter kämpfen, weiter Abwehr. Und die Schiedsrichter haben sich auch gedacht, 7 Meter oder nichts, machen wir Freiburg. Und so, Coburg, die langen Wege, langsam wird es Zeit für den Arm für Mike Schmeckle. Bleibt noch unten, muss wagt noch ab, jetzt über außen durchgespielt und der passt. Gutes Tor von Billig. Schönes Tor, Billig. Links oben in den Knick. Keine Abwehrchance für Zimmer. Wieder die Führung für die Coburger, aber momentan schaut es wieder ganz anders aus als in so mancher Phase dieses Spiels. 23 Minuten gespielt, Jepson, Moisindi, schön setzt er sich jetzt durch. Jetzt hat er es mal. Das war ein schöner Hammer, den kann er öfter bringen. Finde ich auch, vor allem, jetzt war es überzeugend vorgetragen. Genau, der wollte überzeugter den Wurf. So. Es war kein Wurf, wo du denkst, oh, den kannst du nehmen, sondern es war, ja, nein, ich muss war jetzt nix. Mal werfen, weil jetzt der Arm gleich hochgeht. Das war nix, Schiri. Ich würde mal sagen, Derby theatralisch. Ja, das ist ein bisschen theatralisch dabei. Aber gut, die Schiris haben wahrscheinlich was anderes gesehen. Dass sie sich jetzt bereden, ist ein Witz. Rote Karte gibst du dafür jetzt nicht. Oh. Und doch, gibt rote Karte. Eieiei, hört halt auf. Freunde des Handballsports, das ist doch sehr, sehr kleinlich. Und Nemadic nimmt da den Kontakt, nehmerhaft. Dass du da rote Karte gibst, es echt nicht. Ich würde es gerne in der Wiederholung sehen. Aber das war einfach nur zugeschoben, das war nichts. Das war zum Block gesprungen. 2 Minuten vielleicht, ja, aber rote Karte ist es jetzt nicht. Einfach den Kopfhörer fast vom Kopf runter. Also die rote Karte, naja. Rote Karte für Sebastian Viernhaber. Die schmerzt. Ja, Mittelblock-Gigant. Also das ist wirklich, jetzt müssen wir, gut, Jan kann auch Mittelblock decken, aber es ist nochmal was anderes. Ja, jetzt ist Stefan im Mittelblock in der Unterzahl. Stefan aus der zweiten Mannschaft gekommen, macht seine Sache richtig gut, die letzten paar Spiele. Und, aber jetzt gleich den so ins kalte Wasser werfen, ist halt auch schwierig. Ja, ich bleib dabei. So eine Entscheidung in so einem Derby. Das Spiel war bisher von den Zweikampfpferden hart, nicht unfair. Ja. Und es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, das war jetzt klar eine rote Karte. Das ja, finde ich auch. 2 Minuten hätten da meiner Ansicht nach vollkommen ausgereicht. Rot über hart und für Erlangen natürlich ein ganz, ganz schweres Unterfangen jetzt. Ohne Sebastian Firnhaber, also der nächste Führungsspieler, der momentan nicht zur Verfügung steht. Und jetzt wieder Warn. Tobias Warn, der durchgespielt worden ist. Führungstreffer für die Coburger, die zum zweiten Mal Überzahl spielen und jetzt mit dem ersten Tor. Das stimmt, ja. Einfach gucken, dass wir die Unterzahl vielleicht jetzt mindestens ein bisschen, also halb so gut hinkriegen wie die davor. Irgendwie hinkriegen zumindest, das war ja ein 3-0-Ding, also das war schon richtig, richtig gut. Und jetzt auf der anderen Seite. Und da kannst du auch im Gesicht pfeifen. So ist es manchmal. Es wird zumindest auf beiden Seiten mit viel Leidenschaft diskutiert über die ein oder andere Entscheidung. Nur wenn Coburg sich über diese Entscheidung jetzt aufgeregt hat, naja. Schwierig. Sagt alles dazu aus, Erlangen den Ballbesitz. 25 Minuten Zeitspiel gespielt. Zeitspiel angezeigt, aber muss er 7 Meter, da muss er 7 Meter geben. Gut von Daniel gemacht. Durch.
Gutes 1 gegen 1 wieder gegen die Hand, 7 Meter rausgeholt. Ja, aber jetzt... 30 Sekunden noch Unterzahl. Das war jetzt die zweite Musindi-Aktion am Stück, mit, wo man von außen schon gemerkt hat, alle Energie in die Aktion ja. rein und er will sie so ja. beenden. Er weiß vor vorher, was er hinterher will. Bei genau. den zwei, drei anderen Aktionen davor hat ja. er gemerkt, oh, der eine Slalomlauf geht gut, der zweite geht gut, aber was mache ich jetzt? Ja, und vor allem ist es auch wichtig jetzt. Selin. Gut, Selin. Selin. Gut, für Daniel ist das mental auch wichtig. Ne? Der hatte jetzt drei Kackaktionen ne, und hat trotzdem nicht aufgehört und hat jetzt zwei gute Aktionen wieder dazugekommen. Hoffen wir mal, dass er sich an diesen guten Aktionen aufbauen kann. Vor allem, die waren ja zuletzt und die letzten sind ja immer die prägenderen. 11 zu 11. Jetzt haben wir ein Derby, auch vom Spielstand her spannend. Und der erneute Führungstreffer außen durchgespielt. Und dann Grostanic lässt Martin Zimmer im Kasten der Erlanger keine Abwehrchance, aber das Gute. Strafzeit ist abgelaufen, Erlangen wieder komplett. Fönn aber kann natürlich nie mehr rein. Für ihn Simon Jepsen in die Partie gekommen. Kellner zentral, Moisindi halt rechts. Jepsen jetzt zentral. Schön durchgesteckt. Gutes Spiel. Schöner. Gut gespielt. Gut gesehen, dass Jan da kämpft. Überragend. Jan Schäfer am Gleis. Erneut Ausgleich. 12 zu 12. Ja, macht er gut. Eine Aktion. Klar. Und wieder so zu Ende gespielt mit aller Konzentration. So gefällt uns das. Ja. Denk mal die letzten 10 Minuten vom ja. Trend, so kann es weitergehen. Das stimmt, ja. Der Lauf in der Abwehr jetzt nicht. Es kann auch positiv sein, dass Flamme jetzt raus ist. Einfach nur nochmal die Halle, die Aufbauhelfer kochen. Ja. Wir kochen innerlich. Oh, aber schönes Ding. Ja, erneut schön die Führung über außen. Zettermann. Aber jetzt haben wir ein Derby. In dem Erlangen mittendrin ist und auch heiß ist. Jepson! Klar, dass es da alles Foul gibt. Da das ist ein Foul, ganz klar. Aber nicht mehr, nicht weniger, ganz unaufgeregt. Genau. Freiwurf für den HC in dieser 27. Spielminute. Bene Kellner, Moisindi halb rechts, Kellner zentral, Jepson halb rechts. Chrissy Bissel versucht den Gegner ein bisschen zu durcheinander zu bringen am Kreis und so gibt es die Möglichkeit für außen und geht ja, voll. Geiles Ding. Ui, ui, ui. Schön gesehen von Bene, dass da Jan wieder frei steht. Jan, schön Lüpfer, gerade so mit Ach und Krach. Kulanex Hände berühren den Lüpfer noch und der kullert aber noch ins Tor. Ja, ja, also Glück für uns. Da können wir froh sein, dass die Linie so nah war. Ja, genau. Glück für uns, Pech für Coburg. Nehmen wir hin. Ausgeglichen. 13-13. Für wen die 13 der schlechtere Omen ist? Bist du abergläubisch? Teils. Manche Sachen, ich habe auch einen ganz festen Spielablauf, also Vorspielablauf, aber ja, ich bin schon so ein kleines bisschen abergläubisch. Aber nenn mir mal bitte einen Handballer, der nicht irgendwie ein bisschen was Abergläubisches hat. Gibt es so einen festen Schuh, der als erstes schöne an den Parade von Simi, aber oh. Kreis ab, ja, super. Oh, gut gehalten von Zimmer. Zimmer momentan richtig wieder gut drauf. Wichtiger Baustein muss in die. Oh, ja, da war noch ein Kontaktor. Da kannst du auch. Hey, da nicht zu pfeifen, wer Witz. Hört kannst halt du, auf. Kannst du einen Foul pfeifen, oder? Das ist einfach weiterlaufen zu lassen. Mein Gut, auf der anderen Seite liegt Wang, der sich da verletzt hat in der Aktion, wo er dann im Kreis stand beim Abpraller vom Zimmer, von der Parade vom Zimmer. Aber da war er im Kreis gestanden. Ja, aber warum haben die Zeit angehalten? Ja, das ist jetzt. Ah, da liegt. Ja, ja. Ein Spieler von Coburg liegt da. Warnt. Der hat sich beim Abpraller vom Zimmerwurf, ja. Da war er im Kreis gestanden, hat so eine Drehwurfbewegung gemacht, ist da, glaube ich, blöd auf sein. Ah, okay. Guck mal, ich war schon eins weiter. Ja, ja, wir haben ja erstmal den Konter verfolgt und bei dir war ja letztendlich viel im Weg gelegen ja. und keine freie ja. Sicht zur Tafel. Ah, das wäre gerade das Ding zum 14-13 gewesen, aber... Ja, das wäre die erste Führung wieder gewesen. Bitter für Coburg jetzt, wenn Warner ausfällt. Ein Hauptakteur von ihm. Ja, auf diesem Wege zumindest war eine gute Besserung, ist ja natürlich klar.
geht auf jeden Fall weiter mit Ballbesitz. Coburg 13 zu 13. Der Spielstand. Ein Derby, spitz auf Knopf. Ja. Aber das Gute ist, ihr seid wieder mittendrin. Wir hinken Phasen nicht hinterher, wir sind mittendrin, genau. Da ist eine Halbzeit nicht immer so aus, da war der zwischenzeitlich mal mit 4 weg. Oh, das war knapp. Und das über einen konstanten Zeitraum. Guter Block von Jan Schäffer. Monsterblock Schäffer. Schäffer und Bauer. Uah. Geil. Monsterblock. Das ist wirklich. Aber schade, nicht belohnt mit Ballbesitz. Da hat Coburg gut aufgepasst auf diesen Block und bleibt sozusagen und damit am Ball über Schröder. Schröder, dann geht's über Lorosine Sad. Schön gesehen von Simi, dass da der Schlagwurf kommt. Und auch gut, dass er jetzt nicht gleich blind auf schnell gemacht hat. Ja. Geguckt hat, oh, geht nicht, der lange Ball. Also, nochmal abdrehen. Ruhig, neu, sachlich aufbauen. Jepson kommt wieder rein im Angriffsspiel. Bene Kellner lässt sich erstmal Zeit. Die letzte Minute in der ersten Halbzeit ist angebrochen. Jepson. Kellner zentral. Muisindi halb rechts. Kellner zentral. Jepson. Wieder Kellner. Muisindi nimmt Anlauf. Läuft da auf die zwei Monster in der Verteidigung Bene, zu. Bene richtig geil gezogen. Oh, gute Stabilität bewiesen. Gut, dann, dass Daniel da den Ball noch losgelöst gekriegt hat, tun lassen würden wollen. Sollen. Oh, so viel Gerede heute, ne? Ja. Aber hier Bene zum Führungstreffer, 14 zu 13. Und die erste noch 20 Führung Sekunden zu spielen. Seit der dritten Spielminute. Jetzt irgendwie die Zeit runterbringen und vielleicht sogar mit einer Führung in die Kabine jetzt gehen. Jetzt mit der Führung, genau. In der Abwehr jetzt kein Tor zulassen. Die letzten gute Sekunden steigen hier runter. 3 Sekunden noch. Jetzt muss der Wurf kommen. Drüber. Ja, drüber 30. 14 zu 13 geht's in die Pause. Eine nervenaufreibende erste Halbzeit in diesem Derby gegen Coburg. Und ich muss sagen, wir beide sind schon wirklich schon ein Tick gestresster, als wir es eigentlich gedacht haben. Ah, du, ich bin mega gestresst. Normalerweise bin ich immer so gestresst erst Ende zweiter Halbzeit. Aber jetzt schon. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Ja. Gut reingekommen, nach 3 Minuten 2-0 Führung. Da habt ihr eigentlich alles richtig gemacht, aber dann. Ja, genau, am Anfang haben wir auch ein paar Chancen auch liegen lassen, so, ne, wo Zimi dann zur Stelle war am Anfang. Und dann haben wir vorne die Chancen wieder liegen lassen und dann kam Coburg wieder ran, hat die Führung dann übernommen. Und da waren wir einfach im Angriff teilweise zu unkonzentriert in den Abschlüssen. Wir haben gute Aktionen gehabt. Wir haben uns gut quasi vorbelohnt. Wir hatten eine gute Vorspeise mit der Vorarbeit und dann, wenn es darum ging, den Hauptgang, nämlich das Tor zu werfen, haben wir nicht hingekriegt. Da war Kulanek auch stark. Und jetzt in der Abwehr, gut, in der Abwehr hatten wir halt eine gute Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart. Das hat uns auch nochmal ein paar Bälle gerettet. Dann diese 2-Minuten-Strafe am Anfang, die erste, wo wir dann 3-0 aus der 2 Minuten rausgehen mit 3 plus. Das war die Phase, wo ihr wieder rangekommen seid. Genau. Das war da, wo wir auf einmal, wo man halt gemerkt hat, so jetzt ist bei uns wieder alles okay. Und jetzt diese rote Karte gegen Fürnhaber, wie gesagt, kann ich nicht verstehen. Es könnte eine 2-Minuten-Strafe gewesen sein, weil er halt zum Block springt und ihn vielleicht im Gesicht trifft. Ich habe das nicht gesehen. Ich würde da mir gerne nochmal die Wiederholung angucken, aber eine rote Karte ist das auf keinen Fall. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Technik war von den Schiris, um noch ein bisschen Feuer reinzubringen, aber da hätten sie auch jemand anderes aus der Flamme jetzt attackieren können. Ja. Aber Stefan und Jan jetzt im Innenblock. Jan kann das ja sowieso. Stefan ist auch in der zweiten Mannschaft ein guter Mittelblockspieler. Der hat halt Kraft, das ist halt ein Paket. Und bis jetzt machen die beiden das sehr gut. Die sind nicht nur aktiv, sondern auch, sie sind flink auf dem Bein. Und Jan auch mit diesen guten Aktionen vorne im Angriff. Also da, bis jetzt können wir den Ausfall von Flamme noch kompensieren. Ha, mehr als das. Ihr führt 14 zu 13. Denk mal, bevor wir Schnappatmung kriegen, schnaufen wir mal ein bisschen durch und freuen uns dann auf einen spannenden zweiten Durchgang, der hoffentlich dann auch in die richtige Richtung geht. Ausgeht. Ja, also, auf jeden Fall. Gut. Wir sind noch geflasht, alle beide. Ja. Hat Spaß gemacht. Bis gleich. Fertig.
I think it was okay. My coach doesn't even allow me to throw from goal to another goal, so it was okay. Mit 5 Treffern reiht sich Clemen Verlin für den HCR Lang ganz knapp vor Routinier Carsten Lichtlein auf Rang 5 ein. Christopher Rudeck führt damit auch im neuen Jahr unsere Wertung weiter an. Ja, ab und zu mal neue Spieler. Und ansonsten passiert ja auch recht viel. Hallo Christopher. Hallo. Erlangen ist für dich? Heimat. 14 Jahre beim HCE. Wird das nicht mal langweilig? Nee, das ist noch mit viel Abwechslungen verbunden. Wie sieht die Abwechslung aus? Ja, ab und zu mal neue Spieler. Und ansonsten passiert ja auch recht viel. Du hast in der letzten Saison kein Spiel verpasst. Hast du ein Geheimrezept für Fitness und Gesundheit? Nee, ich habe, glaube ich, einfach Glück. Wann geht es im Hause Bissell mal nicht um Handball? Puh, ja, wenn es um was anderes geht. Wie lässt sich deine Profikarriere mit einem Jurastudium vereinbaren? Schwer. Du gewinnst ein Meet and Greet mit einem Star deiner Wahl. Für wen würdest du dich entscheiden? Oh, gute Frage. Ich würde sagen, auf jeden Fall irgendein Sportler. Und ich nehme jetzt einfach mal Sebastian Firnhaber. Und warum? Weil er ein super toller Spieler ist und eine tolle Zukunft vor sich hat. Was würdet ihr machen? Ich denke, wir würden einen Kaffee zusammen trinken gehen. Auf jeden Fall mit Latte Art auch. Und ja, dann essen wir ein bisschen Kuchen dazu. Ist das Glas eher halb voll oder halb leer? Halb voll. 3 Apps, die auf deinem Handy nicht fehlen dürfen? Die E-Auto-Lade-App, Instagram und Apple Music. Hast du immer das letzte Wort? Nein. Danke, Christopher. Sehr gerne. Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Masterclass beim HCR Erlangen. Wir kümmern uns heute ein bisschen um den klassischen Schlagwurf. Ja, der erste Schritt ist erstmal, um ein bisschen reinzukommen, einfache Schlagwürfe zu machen. Das heißt, da geht es darum, die Zeit zwischen Ballannahme und Abschluss wirklich zu verkürzen. Gucken, dass ihr wirklich steht beim Wurf. Ja? Ihr braucht nicht hier irgendwie drüber laufen, sondern ich will, dass ihr wirklich ganz klassisch einstemmt, den Ball hier habt, weil hier kommt die Energie raus, ja? Aus dem Oberkörper, das ist nicht nur aus dem Arm. Versuch mal langsam wirklich ein bisschen schneller zu werden. Das heißt, Ballannahme, sofort bereit zu werfen, schnelle Entscheidung treffen, okay? Unser Abwehrspieler gibt euch jetzt eine Vorgabe. Das Licht, was da leuchtet, entweder rot oder grün. Bei rot macht ihr den Schlagwurf unten rum. Bei grün oben rum. Der war schon mal drin. So einen Abwehrspieler könnt ihr jetzt erstmal ignorieren. Ja. Freie Wurfauswahl, wo ihr werft, unten oder oben. Wichtig ist jetzt, dass ihr, wenn ihr werft, quasi durch den Airbody durchguckt, das Tor beobachtet. Ihr kriegt jetzt eine Entscheidung, in welche Ecke ihr werft. Jetzt wird es spannend. Endgegner. Und zwar geht es dabei darum, dass ihr diesen Wurf nicht nur macht, weil der Abwehrspieler gerade da ist oder weil ihr eine freie Ecke im Tor seht, sondern ihr sollt beides im Blick haben. Ihr sollt im Blick haben, was macht der Abwehrspieler und was macht der Torwart. Im Idealfall schafft ihr es, Abwehrspieler und Torwart gleichzeitig zu beobachten und so keinem eine Chance zu lassen. Ja? Haltet Abstand. Amen.
am Ende muss der Ball ins Tor. Das ist das am besten möglichst Beste. Ich wurde nach Flamara, dem Pokémon, benannt. Hallo Sebastian. Moin. Wie lange begleitet dich schon dein Spitzname Flamme? Seit dem Sportinternat und ich wurde nach Flamara, dem Pokémon, benannt. Was ist der größte Unterschied zwischen dem THW Kiel und dem HC Erlangen? Das Servus und dass wir leider noch nicht so viele Spiele gewinnen. Und was ist der größte Unterschied zwischen Kiel und Erlangen? Das Wasser und die Berge. Dein Bruder Lukas spielt ebenfalls in der Liquimoli HBL. Wird er auch mal gestichelt? Na klar, sein Spitzname ist Sparflamme. Wer von euch beiden ist fleißiger im Training? Ich. Wann hattest du deinen schlimmsten Muskelkater? Meinen schlimmsten Muskelkater hatte ich nach wahrscheinlich einem Krafttraining in der Vorbereitung. Tageszeitung oder Twitter? Tageszeitung. Und warum? Ich habe kein Twitter. Welcher ist der beste Song 2020? Fuck 2020 von Scooter. Kannst du den mal anstimmen? Fuck 2020. Danke, Sebastian. Bitte. Ich erinnere, dass er hat gefragt, ob er meine Wäsche mitnehmen konnte zum Wäschesack. Hallo, ich heiße Simon Jepson. Ich bin ein Spieler in die HC Erlangen. Ich komme aus Schweden und das hier ist mein Traum 7. In Tor habe ich, meine Französisch ist nicht so gut, aber Thierry Omeyer gewählt, weil er einfach die Top-Weltklasse-Niveau so lange gehalten hat. Und man sieht ja schon deutlich, was er gewonnen hat, auch in der Nationalmannschaft, auch in die Vereingeschichte. Ich finde, das ist ein perfekter Torwart. Links außen habe ich die Däne Lars Christiansen gewählt. Er ist einfach eine von den besten Linksaußen aller Zeiten und ich habe auch die Ehre gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ein Jahr in Flensburg und der war einfach ein richtig cooler Typ und ist auch ein richtig guter Kandidat für die 7-Meter-Werfen. Rückraum links habe ich Nikola Karabatic. Auch ein bisschen wie Omeyer, sind ja ungefähr das gleiche Jahrgang und ja, man sieht einfach, wie erfolgreich er war während der ganzen Karriere und ist jetzt leider verletzt, aber hoffentlich sehen wir er wieder gleich auf dem Platz. Rückraum Mitte habe ich schwedische Kollege Stefan Löfgren gewählt, auch eine von den besten Mittelmänner aller Zeiten, finde ich, eine komplette Spieler und gibt es nichts mehr viel zu sagen. Rückraum rechts habe ich Kim Andersson, nicht nur, weil er eine komplette Handballspieler ist, aber auch, weil er ein richtig, richtig guter Typ ist und ein sehr, sehr toller Mensch. Ich glaube, eine WM war das, waren wir Zimmerkollegen. Und ich erinnere, dass er hat gefragt, ob er meine Wäsche mitnehmen konnte zum Wäschesack. Und ich habe nur, ja, der ist ja Kim Andersson. Ich bin ja nur 24-jähriger Simon Jepson. Also das war schon ein bisschen was. Aber der ist einfach ein richtig, richtig guter Typ auch. Rechts außen habe ich auch einen schwedischen Kollegen, Matthias Zachrisson. So ein Schade, dass er seine Karriere aufhören musste, so früh, wegen einer Verletzung. Das war einfach zu früh für ihn, finde ich. Der hat so viele gute Jahre gehabt. Der gehört auf die Rechtsaußen.
Kreisläufer habe ich die vierte Schwede in der Mannschaft, glaube ich. Magnus Wieslander. Man muss nicht so viel sagen über ihn, glaube ich. Der war ja gewählt als der beste Handballspieler. Dann hat man einen Platz in meiner Traumsieben. Egal, ob er Schwede ist oder nicht. Wenn es drauf ankommt, brauchst du verlässliche Partner. Fit for Zahn, deine Zahnarztpraxis in Erlangen. Das heutige Spiel wird Ihnen präsentiert vom Metropol Medical Center, Ihr privates medizinisches Zentrum an der Stadtgrenze Nürnberg-Fürth. Orthopädie, Leistungsdiagnostik, Chirurgie, eine private stationäre Klinik sowie Reha-Zentrum im Haus. Das Metropol Medical Center bietet Ihnen die Medizin der kurzen Wege. www.mmc-nürnberg.de. Wieder. An meiner Seite hat er wieder Platz genommen. Toni. Ja. Wir führen. Wir führen. In der ersten Halbzeit haben wir uns die Führung zurückerkämpft. Ende der ersten Halbzeit und jetzt Coburg im Angriff, wie in der Abwehr. Gilt es nur noch, die Führung zu behaupten. So gilt es doch für euch, ins Spiel zu kommen. Oh. Gegner im Ballbesitz. Verwirft gleich mal, aber kriegt immerhin den Freiwurf. Ja, der hat auch eine schöne noch mitgekriegt. Also ja. Hier, Puja. Puja. Zumindest von Haber wird heftig diskutiert, ob man diese rote Karte geben kann oder nicht. Ihr habt jetzt unterschiedliche Sachen gehört. Lassen wir mal so stehen. Aus meiner Sicht war sie zu hart. Andere haben es anders gesehen. Der andere Schiedsrichter ist nach oben gegangen. Vier Würfe noch. Gut verteidigt. Gut verteidigt. Bisher auch relativ frühes Zeitspiel, schon ab der 45. Oh, schade. Aber da kommt der Schlagwurf ganz tief. Nur Sinesat, derjenige. Satt. Jetzt auf der anderen Seite, also Ausgleichstreffer für die Coburger. Auf der anderen Seite, Musindi ist durch. Aber war das Foul da? Ja, das war ein Foul. Ich glaube, das wäre ganz geil, wenn der im Tor gelandet wäre, aber das war. Ja, da war dann Foul. Der Druck nicht mehr so da. Ja, genau. Der hätte sich schon wirklich reinmogeln müssen. 14-14 jetzt der Spielstand. Auf jeden Fall, es bleibt. Oh, gut. Ah, schön nach außen durchgespielt, Chrissy Bissle. Schöner Winkel. Zum Tor. Macht er gut. Gut von Simon Jepsen. Sauberer Abschluss von Chrissy Bissle. Da zeigt Simon auch, dass er wieder das Auge hat, um den Spieler zu sehen, der gerade ungedeckt ist. Simon zu Chrissy ins Tor. 15-14 der Spielstand. Und jetzt ist natürlich. 2 Minuten gespielt, ja. Genau. Und so sind die Coburger jetzt diejenigen, die was tun müssen in diesem Spiel im Ballbesitz. Über Schröder, dann zentral, Nurosine Sack. Ah, gut rausgeholt. Gut von Jan Schäfer, das Schimmerfoul. Ja. Oh, hat sich dabei verletzt. Ja, sieht danach aus, humpelt zumindest. Ah, bitter. Schmerzlich das Ganze. Auf der letzten Rille nach außen. Schaut mir nach Sprunggelenk aus. Unten der Knöchel, eieiei. Er humpelt immer noch. Eieiei. Ah, das war heftig. Ich habe es nicht gesehen von den Beinen her, aber also das war auf jeden Fall ein klares Stürmer-Foul. Ja, ist Foul gezogen, aber ein schmerzhaftes Foul. 15-14 der Spielstand. Hoffen wir mal, dass wir daraus jetzt ein 16-14 machen, weil sonst. Ja, diese Schmerzen müssen sich ja rentieren. Eieiei, blöde Ball weggeschmissen. Jetzt gibt's
Den Konter für die Coburger. Die hatte ihn. Ich wusste. Gegen Grosta Dinac. Vielleicht sollten wir halt echt anfangen. Einfach nur richtig gute zweite Welle. Simon das Tor. Vielleicht sollten wir anfangen, die Coburger laufen zu lassen im 1 gegen 0 gegen den Torwart, weil bis jetzt hat Simon da alles weggeholt. Machen wir so. Neue Strategie. Warte, ich rede kurz mit dem Trainer. Ihr hört zwar nichts mehr, wir sagen nichts mehr, aber wenn ihr nichts hört, war es gut. Muss man ja vorher sagen. Ja, gut, 16 zu 14 jetzt der Spielstand. Ja, mal zwei vor. Weitergehen. Einfach jetzt gucken, dass man jetzt die Klasse beibehält. Das hat man jetzt seit der dritten Spielminute nicht mehr. Zwei Tore Führung für die Erlanger. Und jetzt macht der Schröder halt wieder einen Strich durch die Rechnung. Verkürzt, steigt hoch aus dem Rückraum, schön durchgespielt. Klasse Tor. Überragend, hast du das gesehen? Wow. Ach du Scheiße. War das ein geiles Ding. Ach du meine Fresse. Ich kann das gar nicht. Also was, Doppellupfer. Was ist da auf jeden Fall passiert? Der erste also, Lupfer drüber und bissel dann nochmal. Nee, das war ein Camper. Johannes, schnelle Mitte ausgeführt. Meschke zu Johannes. Johannes springt nach außen weg von der 6 Meter halben Position. Und Krisi springt mit und kriegt den Ball noch. Das müsst ihr euch jeder zusammenfassen. Ja, das war auf jeden Fall ein doppelter Camper. So, also gefühlt. Könnte man das so sagen? Aber Fast irgendwie schon. Ja, war auf jeden Fall ein schönes Ding. Aber jetzt hier auch die 2-Minuten-Strafe wieder gegen Kellner. Oh, fuck, ey. Es bleibt viel Kampf drin in diesem Spiel auf beiden Seiten. Ja. Kampf und Kampf. Man könnte fast sagen, es ist ein Kampfspiel am Schluss. Aber was anderes ist ja auch beim Kampf. Kampfspiel / Derby. Ja, anders. Kampfspiel ist gleich Derby. Ja. Und viele haben schon gesagt, ein Derby muss wehtun. Wie weh es tut, wie wir es sehen. Na, schade. Grosdinic vom 7-Meter-Punkt auf jeden Fall erfolgreich. Verkürzt wieder. 17 zu 16. Hier wieder in Unterzahl. Klar muss man das Risiko wieder höher. Marschall kommt rein. Zimmer natürlich draußen. 6 Feldspieler. Nachdem die 2 Minuten gegen Beni Kellner, 1:30, sitzt er noch draußen. Jepson, verlagert das Spiel. Moisindi, Marschall sucht die Lücke. Moisindi sucht die Lücke, muss weite Wege gehen. Jepson, große Schritte, schönes Ding. Schönes Ding. Da hätte theoretisch Simon hätte dann nochmal zu Tarek spielen können, dann hätte man den auf außen durchspielen können. Aber wenn er das Ding macht, dann macht er das Ding. Aber schön, da hat man gezogen. Gemerkt, er hat die Lücke lang gesehen und ist dann, die Schritte werden immer länger und nochmal länger und dann schon fast auf der Hüfte rausgeworfen. Das ist auch gut für ihn in der ersten Halbzeit ein bisschen viel verworfen, aber jetzt ist er wieder voll im Spiel. 36 Minuten gespielt, 18 zu 16 der Spielstand. Und jetzt die Coburger wieder über außen. Schön rausgespielt und dann Grosdanic. Der nimmt bei denen jetzt so ein bisschen das Heft in die Hand. Ja, die Coburger machen das gut, die spielen in der Überzahl, spielen sie nach außen durch. Da war Johannes knapp an dem Ball vielleicht noch dran, also ganz knapp. Da hat nicht mehr viel gefehlt, da kriegt Johannes den Ball, aber schwierig. Hätte ein Trampolin gebraucht auf der Position. Eine kleine Feder, auf jeden Fall 20 Sekunden noch. Erlangen in Unterzahl, macht das richtig. Arm bleibt erstmal unten. Tarik geht, Musindi zieht, Musindi zieht durch. Toll. Gut gesehen, dass da die Lücke frei ist. Richtig stark gemacht. Schönes Tor von Musindi. Aber er kämpft sich rein in dieses Spiel, nachdem er am Anfang 2-3 nicht so entschlossen ist. Jetzt ist er da, jetzt ist er präsent. Wichtig. Das stimmt, ja. 19 zu 17. Die 2-Tore-Führung verfestigt sich trotz Unterzahl. Über einen längeren Zeitraum und Erlangen wieder komplett. Die Unterzahl überstanden. Ja, da kommt er zu frei an Stefan vorbei. Aber Stefan hat manchmal das Problem, er ist groß, er ist auch relativ also schnell auf dem Bein für seine Größe. Nur manchmal hat er das Problem, wenn du gegen ihn Daniel zum Beispiel so einen guten gegen einen Spieler hinschickst, dann hat er manchmal Probleme und braucht Hilfe. Und hier war die Hilfe halt leider ein bisschen zu spät gerade, deswegen kam der da frei zum Wurf. Nur Rosine Satt, derjenige, der Coburg wieder ranbringt. 19 zu 18.
Erlangen im Spielaufbau über Musik. Jepson zentral. Steigt wieder hoch. Oh, tolles Anspiel an Geis. Schön von Meschke. Klasse Treffer. Gutes Anspiel von Jepson auf Benjamin Meschke und der macht das Ding. Benjamin Meschke zurzeit, da Jan ausfällt, Benjamin Meschke mit Stefan Bauer im Mittelblock. Auf den Halbpositionen, jetzt Maxi in der Abwehr. Aber Meschke hat sich auch schön am Kreis bewegt, also genau, auch schön freigelaufen, gute Bewegung. Und auf außen jetzt Chrissy und Johannes. Ihr wirkt mir jetzt deutlich fokussierter als so in manchen Phasen in der ersten Halbzeit. Ja. Auch wenn jetzt auf der anderen Seite der Lupfer von Milos Trostanic. Ja, da hat gerade einfach die Absprache gefehlt. Da war Maxi nach vorne und in dem Moment kam der Kreisläufer hintergezogen. Maxi hat auch gezeigt, er hat es nicht gehört, dass der Kreis kommt. Geht nach vorne, über ihn drüber. Ja, und der Typ, wenn er mal an einem vorbei ist, der hat gefühlte 150 Kilo. Ja. Den heilst du nicht mehr so leicht und sagst, mach mal nicht. Oh, Benny Kellner. Du musst auch langsam aufpassen. Das war zwar sehr engagiert, aber... Fast Stürmerfaul, genau. Aber Bene macht das auch gut. Der gibt Druck, der geht mit seinem Körper, mit allem, was er hat, geht da rein. Jepson, jetzt steht er und dann keine Chance für den Block. Da wartet er auch ganz lange, bis der Block schon unten ist. Und Kulanek im falschen Eck. Richtig gut, Simon Jepson. Sehr überzeugend in seinen Aktionen. Er weiß, was er will. Zieht dahin, genau, wo er hinziehen will. Genau, gut verteidigt jetzt die zweite Welle auch. Coburg nimmt den Druck jetzt raus. Es steht 21:19 in der 37. Spielminute. Also jetzt beginnt die 38. Oder? Bin ich falsch? Ja, die 40. beginnt 40. aber... Von hier sieht man das... Ich habe auch schlechte Augen. Macht nichts. Jetzt beginnt die 40. 21:19. Die Abwehr steht. Drei weiter. Und dann Lustwurf. Aber den Abpraller kriegen wir nicht. Ja, doch, kriegen wir. Gut von Johannes gekämpft. Ja, genau das ist es, was wir brauchen. Kämpf, Kampf, Kampf. Und das hat gerade Johannes bewiesen. Also der hat sich da in den Ball reingeschmissen und macht im Gegenzug das Tor. Was will man mehr? Gutes Spiel bisher. Da geht er voran, der Selin. Hinten den Ball weggefischt, vorne über außen. Natürlich auch gute Parade von Zima zu der Stelle nochmal, ja, die da nach außen ging und dann kämpft Johannes um den Ball. Hat ihn zuerst nicht, kriegt ihn dann und macht im Gegenzug auch nochmal ein Tor. Da war er schneller in der gegnerischen Hälfte als in unserer. Und das Verrückte, ihr seid mal mit drei vorne. Hat es das ganze Spiel noch nicht gegeben? Ja. 22:19, so steht's. Langsam müsste vielleicht das Team das Timeout kommen von Coburg. Ja, wir haben es dann uns so schleichend Stück für Stück weg. Gefällt mir, I like. Ja, Stefan, überragend. Super. Gut die Kreuzung gelöst. Oh, jetzt gibt er das Foul. Nee, er gibt Einwurf und hier kommt schon die grüne Karte. Ja, aber warum ich könnte langsam Trainer werden. Aber warum Einwurf? Stefan war noch dran. Der hat die Kreuzung gelöst, hat den Pass blockiert und war noch an dem Ball dran. Ja, das habe ich nicht gesehen, dass er noch dran war. Dann, okay. Aber ich könnte langsam, ich glaube, ich muss mich doch um eine Trainerkarriere vorbereiten. Ja, aus Sicht von Erlangen bisher super gut aus der Pause rausgekommen. Aber du willst schon noch ein paar Jahre erstmal selbst spielen, natürlich, ja. Oder Spieltrainer machen, Spielertrainer. Ja, Coburg muss jetzt reagieren. Deshalb die grüne Karte. Aus Erlangener Sicht kurz durchatmen. Michael wird den allen sagen, so weitermachen, das ist noch nicht vorbei. Wir müssen weiter Gas geben, um jeden Ball kämpfen. Und Coburg muss aus seinem Loch raus, um ein bisschen was noch zu machen. Also, was wir nicht wollen, natürlich, ne, als HCE-Anhänger. Aber... Ist das dann sozusagen, sag ich mal, was für mich so auffällig ist, so eine Frage dann letztendlich auch dann der Qualität? Wenn ich sehe, Coburg war 9-5 vorne, hat 2 Minuten Überzahl. Da dann nicht, das Ding straight durchzuziehen. Ja, ich glaube, kannst du die Vorentscheidung ziehen mit einer 0-3. Ja. Verlierst du das Spiel an einem Punkt, wo du im Vorteil bist. Ja, ich glaube, hätten wir das gegen eine andere Mannschaft, vielleicht gegen so eine Mittelfeldmannschaft oder Melsung oder sowas, dann wäre das vielleicht ein bisschen schlimmer geworden. Hätte aber auch passieren können. Das ist hier jetzt ein Derby. Klar ist Coburg von der Qualität her nicht so gut wie manch andere Mannschaften. Aber du musst auch bedenken, dass wir auch von der Qualität her, wir haben sehr viele Stammspieler, die verletzt sind. Wir haben zwar immer noch Qualität, die da ist, aber wir haben trotzdem nicht die Qualität, die wir haben könnten. Das ist richtig. Und die Jungs haben jetzt, ich kann es gar nicht sagen, müsste ich jetzt kurz gucken, die Jungs haben so viele Spiele in letzter Zeit gespielt. Sie machen das hier alles über Kampf, laufen eigentlich schon auf dem letzten Zahnfleisch, aber geben alles, machen alles und zeigen alles. Und das ist wieder ein überragender Pass von Simon Jepson auf Johannes Selin und der macht das Ding.
Schön überhaupt durchgespielt. Überragend gespielt. Ja, die Jungs sind, da, den siehst du auch an, dass sie richtig Bock auf diesen Kampf heute haben. Läuft die 42. Spielminute und so langsam läuft das Spiel in die richtige Richtung. Drei Tore vor für den HC Erlangen. Und man merkt, was für eine Energie, was für eine Kraft auf der Platte liegt in diesem Spiel. Da steht was auf dem Spiel. Ich ärgere mich richtig, dass ich hier sitze. Es ist ein Derby. Es kracht und funkelt unten an allen und Ecken und hoffentlich, wenn sowas bald wieder gut, gibt. Guter Block, gut die Ecke zugemacht und gut gesehen, und jetzt dass der Bauer! Macht er! Überragend. Hier auch Torwartwechsel bei den Gästen. Poltrum jetzt im Tor, Stefan Bauer zum Tempo-Gegenstoß, fehlt aber jetzt im Hinten. Gibt sie Meter. In dieser 42. Spielminute. Da war das Spiel kurzzeitig mal wild. Ja, mein Stefan überragend zum Tempo-Gegenstoß gelaufen, macht das Ding auch, belohnt sich dafür, fehlt aber dann hinten, klar, und dann schnell über die rechte Seite versucht abzuräumen und dann 7 Meter. Ja, du musst halt erst einmal so eine Höhe schnell nach vorne bringen und auch wieder zurück. So eine Breite auch. Ja, genau. Vom 7-Meter-Punkt, Klasse! Zimmer! Gegen Groß, das hat er gut gemacht. Er hat erst angetäuscht, dass er nach vorne geht und dann machen manche Torhüter, macht er auch manchmal. Und dann, aber diesmal war es erfolgreich auf jeden Fall. Gut, schönes Ding. Wichtiges Ding in dieser Phase. Wichtig sehr. Es steht 43. Minute, es steht 24-20 für uns. Und Ballbesitz. Und Ballbesitz, ja. Jepson Kellner. Wo sind die? Man merkt es jetzt auch an der Körpersprache. Da ist Zutrauen da. Aber da und Jepson auch wieder alles gefault, richtig gemacht, aber gut gefangen. Da kann man auch einen Foul pfeifen. Da haben wir mit dran, auf jeden aber Fall. Aber Zima ist da. Zima ist da und jetzt schnell im Gegenzug. Seelen, rechts durch. Wobei Jepson jetzt wird gerade ein bisschen zu schnell. Ah, aber zieht das Foul, immerhin. Er zieht das Foul, ja. Belohnt sich mit dem Foul. Ja, das war aber schon wieder so ein Klassiker. Wir schnell im Gegenzug sehen nicht, dass der Gegenzug schon ein bisschen ausgespielt werden muss, schon ein bisschen vorbereitet werden. Und dann rennen wir da in zwei Abwehrspieler rein. Ja, wir dürfen jetzt nur nicht hektisch werden. Wir sind schon in Führung, das ist gut. Wir müssen einfach konzentriert bleiben. Ja, weil höheres Tempo links, rechts, natürlich auch die Gefahr, dass ich an den Spielständen schneller was drehen kann. Komm. Ah! Oh, da hat er die Orientierung verloren. Ausgespielt. Ja, genau. Ball dreimal um ihn rum getupft. Und jetzt die Coburger. Da kann er nichts machen, der Zimmer gegen Seemann. 24-21. Spiel lebt. Coburg lebt noch. Aber wir wollen ja auch ein Handballspiel. Und nicht ein Gegner, der sich jetzt ergibt. Nee, heute nicht. Heute wollen wir dreckig sein. Dreckig, Puck. Das Spiel gewinnt keinen Schönheitspreis. Es soll keinen Schönheitspreis gewinnen, wir müssen nur gewinnen. Ja, ihr seid ja auf dem richtigen Weg und das ist ja schon mal gut so. Jepson, schön durchgespielt. Boah, ja, gut. Ja, aber das ist 7 Meter. Also man muss sagen, die Achse Jepson-Schäffer, die passt heute. Bene Kellner und Schäffer passt auch. Also Schäffer macht da einen Heidenjob im Angriff und in der Abwehr. Also gut so, dass er seinen Knöchel, den er sich vorhin vertreten hatte, wieder aus. Ja, also der macht da wirklich, der übernimmt den Part von Petter und Flamme gleichzeitig. Sau stark, jetzt Seelen am 7-Meter-Punkt. Ah, Scheiße. Und dann auch den Rebound nicht gekriegt, das ist schade. Poltrum bringt nochmal einen bisschen frischen Wind rein, wollen wir eigentlich nicht. Der Torhüterwechsel aus Coburger Sicht macht zumindest das Spiel spannend. Und du hast mir gerade erklärt, willst du nicht haben. Ist mir scheißegal. Bin ich heute mal komisch. Nein, verstehe ich ganz komplett. Weil das innere Seelenleben hängt ja davon ab. Ja. Und ich denke mal, das ganze Umfeld. Oh, den fängt er! Macht er sicher. Und dann schön zentral durch. Seelen. Ja, geil. Schlagwurf. Simi fängt ihn mit seinen Ellenbogen und Simi Johannes direkt schon auf dem Weg. Und da hat er seinen 7 Meter wieder geholt. Er saß ja nur am Hosenboden. Ja, ja. Da ist ja der Winkel nochmal der andere. Ja.
Berlin auch starkes Spiel bisher. Er übernimmt Verantwortung. Ja. So muss es sein. Das erwartet man von einem, der die Mannschaft als erstes aufs Feld führt. Ja. Und da gibt er. Und jetzt die Coburger ihrerseits. Gut gespielt, gut rausgespielt. Gut gekämpft, Kelm am Kreis, lässt Ziemer in diesem Falle keine Chance. 25-22. Und Erlangen muss jetzt das einfach weiter konzentriert, konsequent zu Ende spielen. Keine Hektik in den Aktionen. 14 Minuten noch zu spielen, ja. Und deswegen wahrscheinlich, jeden Angriff zu Ende spielen wird wahrscheinlich die erste Maxime sein. Nichts mehr Verrücktes wahrscheinlich. Tempo mehr rein. Kein krassen Camper mehr. Och, ich würde mir da schon nochmal zwei, drei so anschauen. Auch, aber wenn sie so ausgehen. Immer schön fürs Auge. Wenn sie so ausgehen, jederzeit. Oh, schön gesehen, aber nicht gefangen. Guter Pass. Ja. Oh, nee. Hört halt auf, Freunde. Ah, da ist Chrissy ein bisschen zu forsch. War das Chrissy? Ja. Leichter Zupfer, 2 Minuten. Die Mannschaft hört nicht auf dich, sie macht es künstlich spannend. Ja, ich meine, Billig lässt sich da auch komisch fallen, aber es war schon... Ja, der Zupfer war da. Ja, der Kontakt war auf jeden Fall von hinten da. Aber gut, nehmen wir halt so hin. 47. Minute. Erlangen mit 3 vor, 25-22. Ja, ein schönes Tor wäre, also ein Tor, nicht kein schönes, aber ein Tor wäre schon nochmal wieder nicht schlecht. Hier Daniel Musindi jetzt für Stefan Letz. Und Erlangen in Unterzahl, Coburg im Ballbesitz. Kommt durch und verkürzt über Zettermann. 25-23. Weitermachen. Klar, Ziemer geht wieder raus. 1:30 noch Erlangen in Unterzahl. Und deswegen versuchen natürlich Zeit runterzunehmen von der Uhr. Stefan Lex ist gekommen im Rückraum. Kriegt jetzt den Ball. Jepson zentral. Bene Kellner halb links. Jepson über Lux. Kellner zieht an. Lux übernimmt. Sucht die Lücke. Wird niedergerissen. Ja, gut gezogen. Sehr schöne Aktion. Da wieder geklammert. Und gut. Die 2 Minuten kann man jetzt auch. Stefan kommt rein und kriegt gleich eine mit, ey. Ja, auch rot. Ah, guck mal, jetzt ging sie auch rot. Tatsächlich. Mussten sie. Die Nummer 66 von Coburg steht Stefan Zehmann. Einer der auffälligeren der Coburger. Mhm. Ah, ich kenne das Gefühl, wenn du frisch reinkommst und schön einen schon mitkriegst. Das kenne ich, das Gefühl. Aber ich glaube, du strahlst hat er gut gemacht. Trotzdem ein bisschen, wenn der Gegner, wenn du gleich mal rot ziehst. Ja, in dem Moment, ich glaube, Stefan kriegt das gerade gar nicht mit. Aber... Meinst du, das Licht ist an und keiner ist zu Hause? Ne? Ja, doch. War ja zum Glück kein direkter Kopftreffer. Es war einfach nur von hinten schön umgeholzt. Ja, aber man merkt... Von der Seite, nicht von hinten, sorry. Von der Aktion her, es ist schon Derby, das war schon hart. 2 rote Karten, also zumindest die Derby-Bilanz steht. Man sieht, es ist nicht ein einfaches, normales Ligaspiel. Und so in dieser 48. Minute viel Platz auf der Platte. 5 gegen 5. 5 gegen 5. Trotzdem, ihr nehmt das Risiko. Torhüter bleibt draußen. Also Überzahl in diesem Falle. Schön nach vorne durchgespielt. Und es muss 7 Meter gehen. Sie da einen Freiwurf geben, ist ein bisschen komisch, aber okay. Also der war doch klar durch. Der Jan Schäfer. Naja, gut. Pfiffe müssen nicht immer zu 100% gerade sein. Da haben wir beide den 7 Meter gesehen. Gibt Freiwurf, Erlangen bleibt im Ballbesitz. Jetzt nächster Pfiff. Bene versucht da alleine durchzugehen. Ja, aber diesmal zu Recht, dass Freiwurf gibt. Ja. So bleiben die Erlanger weiter im Ballbesitz in dieser 48. Minute. Bene Kellner. Jepson steigt hoch.
zieht ihn. Nee, da musst du den Ball nach außen spielen, Lexi. Ja, so gibt's der Stürmer. Oder halt abbrechen. Aber gut, ich wäre wahrscheinlich auch reingerannt, wenn ich auf dem Feld wäre. Also das ist immer, ja, schwierig. Wenn die Euphorie trägt und er hat gedacht, einen roten Karton habe ich schon gezogen. Vielleicht gibt es nochmal einen, aber diesmal war es halt ein Stürmerfoul. Aber Erlangen gleich wieder komplett. Trotzdem Coburg kommt weiter durch und bringt sich über Warn wieder heran in dieser 49. Minute. 25-24. Spiel ist wieder eng, Spiel ist wieder knapp, aber ja, wir müssen mal wieder ein Tor machen. Wir haben schon wieder diese scheiß paar Minuten, wo wir kein Tor machen. Bestimmt ist es auffällig. Coburg hat sich jetzt um 3 Tore wieder herangeschoben. Ihr wart schon mit 4 weg, jetzt ist nur noch minus 1. Aber die Unterbrechung jetzt gerade eben ganz gut. So muss ich keine Auszeit nehmen wahrscheinlich. Ja. Weil ich denke mal, aber Wechselfehler. Ach, guck mal. Oh, 4 gegen 6. Hilfreich! Ich finde es immer schwierig. Ich bin da immer geteilter Meinung. Warum? Naja, wenn man, selbst wenn man, also wenn man wir 4 sind, dann kämpft man viel mehr. Also das merkt man gar nicht, aber man ist gewillt noch mehr, man probiert halt aus, man ist unberechenbar. Ja, aber Platz ist doch überall. Und wenn du aber Überzahl mit 2 Mann Überzahl bist, dann erwartet von dir jeder, dass du die Sache ausspielst und dann übersiehst du Lücken, die da sind. Und ich bin da immer kein Fan von Überzahlspiel, aber das weiß, glaube ich, jeder. Ja, okay, du bist ja jetzt hier bei mir. Aber hier, und perfektes Spiel. Sie macht so. Sie Bissel macht das Tor. Ich bin ja hier, genau. Ich bin ja hier. Daniel übernimmt das jetzt für mich. Genau. Er hat die Lücke gesehen, hat den Chrissy Bissel über außen gesehen. Er macht das souverän in dieser 50. Minute. Das ist doch jetzt so eine Phase. Jetzt kann man doch eine Vorentscheidung vielleicht reinlegen in dieses Spiel. Ja. Aber Treffer zählt und dann das leere Tor auf der anderen Seite. Macht Johannes. Abgezockt, knapp. Aber wichtig. Gutes Auge. Knapp, aber wichtig. Erste Zeitstrafe der Gäste ist wieder ausgelaufen. Nur einfache Tore helfen natürlich. Ja, einfache Tore sind mega. Helfen immer. Es ist auch sehr deprimierend, wenn du im Angriff für jedes Tor ackern musst und in der Abwehr einfache Tore kassierst. Das ist für jede Abwehr, ob es eine hochklassische ist, für jede Mannschaft, ob es eine hochklassische ist, ob es eine niedrigklassische ist, ist für jede Abwehr Scheibe, für jede Mannschaft Scheibenkleister. So. So, jetzt habe ich es. Ja, einfache Tore, oh, freut man nicht. Knapp, und jetzt knapp. Die Coburger über außen durchgespielt. Kann ja nichts machen, der Ziemer. Also die Außen sind ein bisschen sicher im Spiel. Die Außen sind echt gut von Coburg. Und so bleibt es. Rossi zieht Ziemer da den Ball über den Kopf, entschuldigt sich. Und so bleibt es die enge Kiste. So bleibt es Derby, so bleibt es spannend. 51 Minuten rum. Jepsen steigt hoch, Mosindi, nochmal Jepsen, muss nochmal abbrechen. 15 Sekunden noch Überzahl, das reicht noch für eine gute Aktion, Überzahl. Aber ihr findet wieder die erste Lücke 12 Sekunden, nicht. 10, wir haben immer noch den Ball, es ist Freiwurf, 9. Gibt es noch die Aktion, aber Bene Kellner hätte aufpassen müssen. Ja. Jepsen nochmal. Die Aktion noch, gibt die Aktion Kellner noch. Kellner findet die Aktion, findet schön durchgespielt. Ah, gut gespielt. Boah, das war Krampf, aber am Ende steht das Tor da, also alles gut. Man würde sagen, in der Wirtschaft Just-in-Time-Management. 28 zu 26? Nee, 25, oder? 28, 26, der hat gezählt gehabt. Ah, okay. Ah, stimmt, ja. Warne wieder auf dem Feld. Und so, die Coburger. Schröder schießt das Tor. Drüber. Der kann uns auch, also der hat uns schon heute ein paar Bälle geschenkt. Der kann uns zerschießen. Er kann uns aber auch Bälle schenken und genau das macht er gerade. Wir nehmen es dankend an. Auf jeden Fall. Wunderputz weiter, 52. Minute. Erlangen mit 2 vor und jetzt im Ballbesitz. Jetzt wieder Ordnung, jetzt wieder Struktur. 8,5 Minuten noch zu spielen. Nichts Verrücktes mehr machen. Genau. Bene Kellner, Mosindi zieht lange, Marschall. Gut gezogen von Bene, 7 Meter, gut. So ist doch gut, die Angriffe souverän zu Ende spielen, ja. Zeit von der Uhr runterspielen, keine Hektik, keine Tempo-Gegenstöße zulassen. Das macht Bock. Ja, momentan
hochkonzentrierte zweite Halbzeit. Ja. Ja. Jetzt wir hatten wieder so eine Schwächephase, ne, wo die wieder auf ein Tor rankommen. Da versuchen wir uns gerade raus zu manövrieren. Simon hier mit dem 29. 26 per 7 Meter. Wir hatten schon wieder diese Schwächephase drin und da können wir vom Glück sagen, dass wir da relativ dann wieder rauskamen. Wenn wir jetzt so weiter spielen, wie wir gerade eben spielen, konzentriert in der Abwehr, konzentriert im Angriff, dann kann das noch gut werden. Ich sag jetzt nichts, weil dann jinx ich das Spiel. Wir wollen jetzt einfach nicht, ne? Zwischenzeitlich nochmal. Aber es sind jetzt noch 7,5 Minuten zu spielen. Und jetzt Abwehr steht. Auch der Fokus Abwehr wieder steht, da braucht Stefan, Maxi. Die Wege sind lang für die Coburger. Genau, Coburg muss sich auch jedes Tor hart erkämpfen jetzt, gerade zur Zeit. Gut, und wir, da bleibt Stefan lieber weg. Gibt keinen. Ja, da könnte er auch 2 Minuten gucken, wenn er noch, also 2 Minuten sehen. Wenn Stefan da noch eine halbe Sekunde länger dran bleibt. Also der schwimmt gerade ein bisschen vorne. Er macht es gut, er hat ihn immer mit einer. Jetzt kriegt er 2 Minuten. Leider. Und ja, jetzt war der Arm oben, das heißt Zeitspiel jetzt Zeitspiel gegeben, haben wir jetzt auch ja, nicht genau. mehr. Zeitspiel aufgehoben, Stefan geht runter. Der hat jetzt schon dreimal hintereinander wurde er angegriffen, dreimal war er ganz knapp vor der Zeitstrafe und jetzt hat er sie halt. Schwierig in der Phase, aber... Aber man muss sagen, er hat sich hart erarbeitet. Er hat es, ja. Er hat um diese Zeitstrafe förmlich gebettelt. Aber kein Weg. Nächstes Mal soll er jemanden umkloppen, keine Rote kassieren, sondern die 2 Minuten, dann ist auch gut. Nein, das hat er schon gut gemacht. Also wie gesagt, hier, Stefan macht einen heiden Job mit Jan zusammen. Und Jan ist für mich heute auch einer der Spieler des Spiels. Macht vor allem auch vorne seine Sache. Genau, der macht vorne, der arbeitet, ackert vorne richtig viel, der ackert hinten richtig viel, macht seine Sachen gut. Oh, Außenposten! Oh. Gute Aktion gut. Für uns jetzt. Glücklich für uns. In dieser Phase. Da hat Coburg eigentlich gut den Ball über außen durchgespielt ja. Und dann der Posten. Ja. Aber da war auch schon wieder Jan, der ist von einer Hälfte zur anderen Hälfte, hat den Kreis abgedeckt, da konnte er nicht zum Kreis spielen. Schade nur, dass er dann den Außen gesehen hat, aber... Aber gut so, hat er nicht getroffen. Gefällt mir. Bleibt bei 3 Toren vor, 54 Minuten exakt, noch nicht ganz absolviert, aber bald. Und er lange im Ballbesitz, über Bene Kellner, zentral. Moisin läuft über halb rechts an, Jepson über halb links. Kellner zentral! Gut durchgeschwungen. Ah, kann 7 Meter geben. Aber jetzt Bissl auf deiner Seite. Den Ball schießt durch. Endlich mal ein überragendes. Überragender ist 1 gegen 1 von Bene Kellner. Und den hätte er sich belohnen können, ja. Aber ich meine, wenn er das nicht macht, macht es Chrissy. 30 zu 26. Das sieht gut aus. Und endlich mal wieder ein Abpraller. Und endlich ein Abpraller für uns mal wieder. Da hatte genau. Der 2-3, wo er sagen muss, schade. Also, ja. Oh, da bleibst du weg. Coburg gut durchgespielt am Kreis. Verkürzt. 30, ja, das war ein bisschen 20. Einfach, aber. Hey, ihr seid ja auch noch in Unterzahl. Also muss man ja auch ja, sagen. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Wir sind noch 14 Sekunden in Unterzahl. Die sollte man jetzt irgendwie überstehen. Ja, und am besten mit dem Tor. Ja. Und da schreibe ich sofort. So, in dem Fall, Zimmer kommt wieder zurück. Erlangen wieder komplett. 55 Minuten exakt gespielt. Bene Kellner zentral, zeigt hoch, übergibt auf Mosindi. Mosindi bricht nochmal ab. Jepson jetzt oben, Tor. Oh. Ja, da hat Hassan ein bisschen gezockt. Das war nicht clever von Hassan. Ah. Aber, naja, ich meine, das ist wichtig. Die Jahreszeit ist jetzt wichtig. 5 Minuten noch zu spielen. Okay, 4 Minuten und 54 Sekunden noch zu spielen. Er steht 30 zu 27. Jetzt nochmal Luft holen. Konzentriert weiterspielen, das sieht gut aus. Also bisher kann man wirklich nicht meckern. Abwehr, die rackert. Aber hätte dann der Zeitnehmer nicht eine Sekunde später drücken können? Ja, das Problem ist, Michael war so ein bisschen, soll ich nicht? Und das ist immer kacke für so, also ich kann das auch verstehen, Zeitnehmer ist immer kacke. Und dann, wenn er dann die Karte hinlegt und man dann zu spät drückt, dann beschwert sich immer jemand so ungefähr, ne? Ja also, klar, geht die Aktion daneben und er sagt, ja, hab's laufen lassen. Da kannst du dich jetzt nicht über, da kann man sich jetzt nicht über den Zeitnehmer aufregen. Das weiß auch Michael. Nein, nein, das war ja zum Augenzwinkern. Ja, genau. Das war. Ist ja unser Zeitnehmer abgecheckt. Also das ist. Ja. Ich erkläre das Ganze nochmal, weil war nämlich ein schönes Tor, aber vorher kam halt leider der Pfiff. Mhm. Ja, aber das hat er jetzt auch gerade noch
euer Trainer jetzt das mit gerade eben da außen, wurde auch nochmal. Warum der Pfiff? Schade. Ja, alles gut. Ja, wir bleiben hier im Ballbesitz. Über Bene Kellner. Drei Tore vor, Jepson. Kellner zentral, Moisindi. Moisindi zieht, Jepson hinten dran. Schön an Schäffler. Oh, macht er das also gut. Schäffler ist überragend heute. Aber hier auch gute Übersicht von Jepson. Also wenn es nicht Schäffler wird, dann Jepson, weil die beiden gerade in Kombination ist einfach tödlich für den HC Coburg. Ja, und vor allem muss ich ja sagen, für den Jan. Oh, und Ziehmeister. Ja, der auch noch. Da haben wir doch schon mal. Das ist auch wieder richtig gut, was ich vorhin angesprochen habe. Wir erobern den Ball in der zweiten Welle. Johannes kriegt den Ball schon im gegnerischen Bereich, also schon in der gegnerischen Hälfte. Und der macht jetzt ruhig, weil er genau weiß, es sind noch 4 Minuten. Wir brauchen kein schnelles Tor. Wir müssen erstmal jetzt wieder runterkommen. Perfekt. Wir haben es angesprochen, du hast ihn schon über den Schellfünfer gelobt. Jan Schäffer hinten stark und vor allem auch vorne. Eine gute Mannschaftsleistung, aber für mich ganz klar Simon, Johannes, Jan. Die machen heute echt einen guten Job. Benne auch. Wenn er drin ist, hat er immer irgendwelche Aktionen, die ja, und ein bisschen Chrissy mit seiner Verrücktheit immer wieder. Klar, Chrissy sowieso. Also die Mannschaft ist heute, theoretisch kannst du heute die ganze Mannschaft auch als Spieler des Spiels nennen, wenn das geht. Ja, so ist das halt im Mannschaftssport. Aber das ist heute schon eine richtig geile Zusammenarbeit. Guter Block, Minuten guter Block, noch, leicht super für Zimi. Aber man merkt, jede Aktion wird gefeiert. Ja. Und jetzt ist es eigentlich schon, wir sind jetzt 3 Minuten 15 noch zu spielen. Vier vor, also es kann noch sein im Derby. Im Derby kann alles passieren, das ist mein was ich schon alles mitbekommen habe, aber... Ja. Ob wir schon genießen können, zumindest die Handballmacht in Bayern ist der HC Erlangen. Wird gerade... Hier, ausgerollt. Ja. Auf der Haupttribüne. Hoffentlich erleben wir bald wieder Spiele mit Zuschauern und Fans, weil solche Derbys, hey, was wird hier heute diese Halle explodieren? Ja. Die Halle wäre auf jeden Fall voll, ja. Ja, und ja, auch ist schwierig, aber mal gucken nächste Saison, ne? Wir hätten noch weniger Stimme, aber... Ah, schön gespielt, schön im Zeitspiel, bis zum letzten Pass gewartet und dann... Tolles Tor von Bene Kellner. Aus der Drehung am Kreis. Kommt auf die grüne Karte von Coburg. 2,5 Minuten noch zu spielen. Ist ja für den Bene auch nicht gerade seine Stammposition da vorne am Kreis. Ja, und dann auch noch mit dem Rücken zum Tor angespielt zu werden. Ja, aber dafür hat er Sprungkraft trainiert. Ah, okay. Dafür steht er in der Luft wie eine 1. Hat er gemacht und so bleibt Erlangen. Besser gesagt, ihr seid zum ersten Mal 5 vor. Ja. Sind ja, die letzten... Nägel schon reinkaut? Wie? Naja. In den Derby-Sarg von also Oberwald oder? Ja. Ich bin immer kein Fan davon. So, ich sag das vielleicht in den letzten 30 Sekunden, aber es ist eigentlich schon sehr deutlich jetzt. 5 Tore in 2,5 Minuten. Das Einzige, was Coburg jetzt noch machen kann, ist die Abwehr umstellen, dass sie auf offensive Abwehr gehen und hoffen, dass die Bälle klauen. Beziehungsweise, dass wir Fehlwürfe haben. Aber Coburg ist jetzt auch, was wir halt auch ständig haben, wenn wir hinten liegen in den letzten paar Minuten. Coburg ist in der Bringschuld. Die müssen jetzt abliefern. Ja, die müssen schnelle Angriffe fahren, weil ansonsten, wenn sie sich zu viel Zeit lassen, verlieren sie eben die Zeit. Also die Zeit spielt jetzt deutlich gegen sie. Ja, und ihr könnt ja jetzt einfach nichts mehr Verrücktes. Wir spielen nur noch auf Uhr. Genau. Theoretisch ja. Praktisch sieht das immer ein bisschen anders aus, wenn man auf dem Feld steht, aber theoretisch ja. Wir sind gespannt. 2 Minuten 20. Erlangen mit 5 vor. Ein gemütliches Polster. Ist es ein Komfortpolster? Ist es ein Polster, was jetzt wenn schon das reicht? Jetzt, oh, da muss Chrissy aufpassen, da kriegt er schon 2 Minuten. Er zeigt nochmal. Freunde, es ist Derby. Und es tut weh bis zur letzten Sekunde. Ja. Coburg nochmal überwachen. Die Zeit läuft eindeutig gegen die Gäste. Gegen die Coburger. Und die Erlanger mit einer konzentrierten Leistung in der zweiten Halbzeit. Ziehen Sie das Spiel auf Ihre Seite. Darm ist oben, Coburg muss zum Abschluss kommen. Nicht das, was Sie sich in der Auszeit wahrscheinlich vorgestellt haben, die Gäste. Und so dann nicht, ne? Zima, wieder Block. Nichts passiert. Das sollte es gewesen sein. Ja. 5 vor, Ballbesitz, 1 Minute.
20 ja, noch auf der Uhr. Fertig. Das ist fertig. Diese Messe ist gelesen. Jawohl. Der Drops ist gelutscht. Was ist sonst noch so alles an Plattitüden einfällt. Es ist erst zu Ende, wenn die letzte Karte gespielt ist. Kennt man oft so. Die letzte Hand gespielt ist. Nur dafür habt ihr schon zu viel in der Hand. Ja. Jetzt kommen die ganzen Phrasen. Komm, jetzt hauen wir die ganzen Phrasen raus. Ich bringe das nächste Mal, glaube ich, so ein Zettel. Ja, so mit 20 so Phrasen. Am besten so, ja. Die wir nach und nach dann runter. Schöner Pass hier. Meschke trägt sich auch nochmal mit seinen zwei Toren, das war sein zweites Tor jetzt, ein in die Torschützenliste. 33-27. Und noch 5 und mit 6 Toren 30 Sekunden zu sogar spielen. Standesgemäß. Ja, jetzt ist vorbei. Kann man sagen. Auch vom Ergebnis her so, dass man sagen kann, ein klarer Derby-Sieg, aber ja, trotzdem Derby-Sieg, ja. Stand ein hartes Stückchen Arbeit schon mit dabei. Also, auf jeden Fall eine klasse Mannschaftsleistung da. Das Loch, was sie in der ersten Halbzeit hatten, schön kompensiert, schön rausgeholt. So, und den Kubergen, jetzt gönnen wir ihn nochmal ein. Ja. So, kurz vor Schluss, Felix Spross. Und wenn mein und das Sitznachbar das vorbei. Klatschen anfängt, klatsche ich mit. Oh, Junge. Sehr schön, Jungs. Ein verdienter Derby-Sieg. Überragend, das Spiel ist vorbei. Spielstand 33-28, 60 Minuten gespielt. Das war überragend. Und man das war richtig gut. Vor allem ich muss noch professionell bleiben. Man merkt auf jeden Fall eins, die Erleichterung ist groß auf und es Fall. Ist kein normales. Das ist geil. Das ist kein normaler Sieg, nein. Trinkt ihr Champagner oder eher Bierchen in der Kabine? Du, das werde ich sehen, wenn ich in die Kabine komme. Ihr hattet ja schon Derby. Dauert, glaube ich, aber noch, bis wir in die Kabine gehen. Geil. Ja. Ja. Stehen die alle da? Oh Mann. Man merkt die Erleichterung an allen Ecken und Enden. Ein Spiel, lange Zeit, nichts für schwache Nerven. Ja. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Ihr seid gut reingekommen. Nach 3 Minuten 2-0 Führung. Danach 6 Minuten ohne Tor. Schwierig. Was war da los? Ja, da hat auf einmal, hat halt die Sachen nicht mehr gepasst. Ne? Wir haben dann angefangen, immer noch konzentriert. Wir haben konzentriert im Angriff gespielt. Wir waren in der Abwehr immer noch gut. Wir haben den Angriff konzentriert gespielt, aber halt nicht konzentriert zu Ende gespielt, was dann Kulanek dann jeden Ball herausgefischt hat. Da haben wir uns also nicht belohnt. Das war halt schon schade. Und und im Handball kannst du halt so geile Angriffe wie möglich spielen. Am Ende zählt, ob du den Ball reinwirfst oder nicht. Und das war halt in der ersten Halbzeit diese 6 Minuten unser Problem. Haben wir uns ja dann aber mit der ersten Zeitstrafe, die wir dann kassiert haben, also... Das ist die Krux des Spiels. Ja. Ihr wart 4 hinten, es läuft lange so, -4. Ja. Die machen Tor, ihr macht Tor, die verwerfen, ihr verwerft. Und ja. Dann auf einmal, die kriegen eine Zeitstrafe und das Spiel kippt. Genau, und dann war auf einmal die Zeitstrafe da. Coburg vielleicht sich seiner Sache zu sicher. Ich kann da nicht in die Köpfe reingucken. Wir aber am Kämpfen. Und 3-0 aus der Zeitstrafe rausgekommen. Und dann auf einmal war Coburg am Schwimmen und wir waren voll im Momentum. Also das hat uns schon viel gegeben. Wir konzentriert weitergespielt, die erste Halbzeit zum Ende auch noch in die Führung gehabt mit 14-13. Und zweite Halbzeit fängt schon richtig gut an. Da genau. Haben wir auch wieder richtig, sind wir wach aus der Kabine gekommen. Hatten da aber auch nochmal eine Zeit, wo wir dann nicht mehr das Tor getroffen haben. Haben genau. Uns da aber schneller gefangen als in der ersten Halbzeit und deswegen am Ende dann klasse Aktion, klasse Einzelaktion, klasse Mannschaftsaktion gehabt und dann kommt der Spielstand so zustande, wie er zustande kam. Ihr habt euch einfach Stück für Stück dieses Spiel auch erkämpft. Ja, also das war auf jeden Fall, wie gesagt, wie ich auch schon während des Spiels gesagt habe, die Jungs haben so viel geackert die letzten paar Wochen. Und jetzt haben sie sich dafür richtig belohnt. Und alleine schon in der ersten Halbzeit der Ausfall von Viernhaber war schon, man hätte denken können, so ja, okay, jetzt fehlt halt eine wichtige Säule im Mittelblock. Aber Jan Schäffer, Stefan Bauer, auch Benjamin Meschke haben das super, super kompensiert. Man hört im Hintergrund die Erleichterung an allen Ecken und Enden. Auf jeden Fall. Die Aufbauhelfer, wenn noch was auf der Tapete drauf ist, also auf der Stimmtapete. Ja, ja.
dann geht das jetzt noch raus. Dann geht das jetzt noch raus. Es fühlt sich ein bisschen wie Spielen vor Publikum an. Ja, ein bisschen schon. Ein kleines bisschen Genugtuung. Ja, eine kleinere Halle und das wäre auf jeden Fall überragend, aber so... Es ist halt schön, dass wir so Aufbauhelfer haben, die dann uns tatkräftig mit ihren Trommeln, ich glaube, heute sind es auch mehr Trommeln als sonst. Man merkt, ihr seid als Verein halt einfach fast unschlagbar. Ihr seid halt einfach eine Einheit und zusammengewachsen. Geschäftsstelle, Mannschaft, Fans, schon brutal. Ja, ist schon ganz geil hier. Tatsächlich kann ich dir da nur zustimmen, ist schon ganz cool hier. Wenn man die Jungs da sitzen sieht, wie fühlt man sich da? Du kennst ja das Gefühl. Ich habe gerade viel zu tun, damit mit dir zu reden. Ich koche innerlich. Ich finde es zwar ganz cool, mit dir zu reden, aber ich würde gerne lieber hier auf der Halle stehen. Aber das passt schon, das passt schon. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich kann nur eins sagen, es hat riesen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ein spannendes Derby. Ein erfolgreiches Derby, das ist auch das Wichtigste beim Derby. Ja, das stimmt, ja. Scheißegal wie, wir haben es gewonnen, wir haben es sogar schön gewonnen. Wie gesagt, der Camper auch mega krank. Oh, das war... Kann Tor der Woche werden. Schönste Aktion des Spiels. Das war wirklich ganz geil. Brutal, doppelter Camper. So, gefühlt. Ja, vor allem Johannes springt da nach außen weg, muss seinen ganzen Oberkörper drehen und spielt da noch Chrissy an. Dass er den noch sieht, ist ein Wunder. Dass Chrissy da mitspringt, ist ein Wunder, weil eigentlich denkst du dir so, ja, okay. Also das war wirklich so telepathisch schon richtig geil. Ja, und die Jungs lassen sich zurecht feiern. Ja. Völlig. Gibt's gleich dann die Interviews. Mhm. Hat man als Spieler danach noch Stimme? Ist das für dich von der Stimme her genauso belastend wie jetzt bei mir? Auch, ja. Ja, vor allem wenn beim Derby wird viel geschrien auf jeden Fall. So, jetzt gibt's die Fotos. Und es ist auch krass, dass die Jungs sich belohnt haben. Ja. Ihr seid die Handballmacht in Bayern. Ja. Das steht dann damit natürlich auf jeden Fall auch fest. Erleichterung, überall glückliche Gesichter, überall. Was will man mehr? Wie es die Mannschaft erfüllt hat, dieses Spiel. Ich denke mal, es gibt schöne Stimmen jetzt. Ja, ich denke auch, dass alle auf jeden Fall. Und deswegen übergeben wir einfach. Uns zurück von der Platte. 33:28 gewinnt hier der HC Erlangen das Derby gegen den HSC 2000 Coburg. Und es hatte wirklich alles, was so ein Derby haben muss. Also zwei rote Karten auf jeder Seite, viele Emotionen, viele Spieler. Und ich glaube, wir sprechen gleich mit zwei Protagonisten, die hier sich richtig reingehängt haben. Und der erste steht schon parat. Und ich sage herzlichen Glückwunsch, Chrissy Bissel. Danke sehr. Chrissy, du hast gesagt vor dem Spiel, das Ding ist eine Frage der Ehre. Beantworte damit, oder? Ja, also was soll ich sagen? Ein absolut geiles Spiel. Jeder von uns hat alles reingehauen und das ist der verdiente Lohn. Schau dir den März, diesen letzten Mai an, ja? 8 Spiele in dieser Zeit. Wie viel ist noch drin im Akku bei dir? Also ich hoffe, dass bei niemandem noch ein Körnchen im Akku ist. Ich bin so unglaublich stolz auf jeden Einzelnen, der diesen Mai durchgezogen hat. Ich weiß, die Ergebnisse waren nicht immer gut, aber unter den Umständen, mit den Spielern, die jung nachgekommen sind, Tarek, Yannick, Stefan Bauer, also unglaublich, was die Jungs geleistet haben und der Tank ist jetzt komplett leer. Was wir sehen bei Stefan Bauer, der Kraftraum beim HC Erlangen, der funktioniert, oder? Ja, gut, der sah aber schon so aus, bevor er zum HC kam, das muss ich leider sagen. Ein überragender Mann, was war mit Flamme los? War es eine rote Karte oder wollte er sich einfach heute schonen für die anstehenden Aufgaben? Naja, ich sag mal so, dadurch, dass sie dann bei Coburg auch eine rote Karte gegeben haben, ist so ein kleines Eingeständnis gewesen, dass sie, glaube ich, nicht so berechtigt war. Wir haben es selber noch nicht gesehen, haben nur die Stimmen über WhatsApp gekriegt. Aber jetzt wird gefeiert, darf gefeiert werden. 10 Tage frei, wann gab es das zuletzt? Ich muss in der Winterpause gewesen sein, glaube ich. Also, aber ich denke, wir können jetzt ein bisschen feiern, aber ich glaube, jeder schläft jetzt mal ein paar Tage durch. Ich glaube, wir haben uns ein paar freie Tage jetzt vielleicht auch verdient. Und dann müssen wir nochmal voll angreifen. Wir haben noch einige Spiele, die wir gewinnen wollen. Chrissy, herzlichen Glückwunsch. Danke. Geiles Ding, Derby-Sieger und wir sehen da drüben eine Feier noch und alles, alles Gute. Danke dir. Ja, und wir gehen ganz kurz in die Werbung und dann holen wir uns den zweiten Spieler hierher mit den nächsten Stimmen hier beim Derby-Sieg des HC Erlangen gegen den HSC 2000 Coburg. Musik.
33 zu 28 gewinnt der HC Erlangen hier sein Derby gegen den HSC 2000 und Coburg. Und wir schauen ganz kurz natürlich auf die anderen Ergebnisse heute, denn die hatten es durchaus in sich. Ja. Im Kampf um die Tabellenführung, die SG Flensburg-Handewitt hatte zu Hause den SC Magdeburg zu Gast und haben das Ding mit 33 zu 30 gewonnen. Der SC DHFK Leipzig gewinnt zu Hause auch ein kampfumkämpftes Spiel gegen den TSV GWD Minden mit 24 zu 21. Stuttgart unterliegt zu Hause den Füchsen aus Berlin mit 25 zu 28. Der Bergische HC, der setzt sich hauchdünn durch gegen Frisch auf Göppingen mit 29 zu 28. Ja, und den eigentlichen Hammer, den da mussten wir immer noch nachschauen, ob das Ganze richtig ist. Aber der HBW Balingen-Waldstätten, der schafft es sich hinten frei zu schwimmen und gewinnt ja das halbe Derby zumindest von den Kilometern her gesehen gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit 32 zu 30. Ja. Und damit für unsere Gäste aus Coburg aktuell, jetzt sind es 14 Punkte auf den HBW Balingen. Und bei verbleibenden 7 Spielen, da muss alles gewonnen werden, wenn man hier noch die Klasse auf jeden Fall halten will. So, und wir schauen mal drüber und er ist hoffentlich im Anmarsch. Also, Johannes Selin, ich hoffe, er verläuft sich nicht auf dem Wege hier zu uns, aber ich bin mir ziemlich sicher, er kommt oder auch nicht. Ja. Also, schauen wir nochmal ganz kurz hinter und jetzt verlässt er uns in Richtung Kabine. Wir fragen mal nach, vielleicht kann mal irgendjemand laufen. Die Richtung war auf jeden Fall die falsche. Wir probieren es beim nächsten Spiel noch einmal. Ja, es hat ja letztes Mal nicht geklappt, dieses Mal hat es nicht geklappt. Aber wir probieren es ja im dritten Anlauf. Alle guten Dinge sind bekanntlich drei. Und dann kriegen wir auch irgendwann mal hier die Stimmen von Johannes Selin. In diesem Sinne, kommt gut nach Hause, beziehungsweise ihr seid ja zu Hause und lasst euch gut gehen. 10 Tage Pause jetzt hier für den HC Erlangen. Dann sind wir wieder gefordert in der Fremde beim TSV Hannover-Burgdorf. Und dann sehen wir uns hier wieder in heimischer Arena, dann gegen den TBV Lemgo. Und wir haben es vorhin gehört, der HC Erlangen kämpft hier um Zuschauer. Also vielleicht sollte das ja hier als Modellprojekt für die Region funktionieren, dass wir in heimischer Halle hier wieder vor Kulisse spielen können, zumindest mit einer Teilkulisse. Wir machen die Hoffnungen gegen den TVB Lemgo. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt gut zu Hause und wir sehen uns hier in alter Frische. Bleibt gesund, 33 zu 28. Gewinnt der HC Erlangen das Franken-Derby. Bis zum nächsten Mal. Ciao.